Er hat schon mal jemand geschafft, so viel, so richtig gut. Irgendwie fragt das jeder, aber das ist Mittelmaß. Ehrlich? Ist okay. Ja. Ich hoffe, deine Kampfkünste sind besser. Gewinn mal erstmal, dann geht's weiter. Ich bin in die Kabine gegangen, ich habe so geweint, das glaubst du gar nicht. Ich habe so geweint wie ein kleiner Junge, weil ich habe mich so gehasst dafür. Ja, du hast ja bestimmt sehr viele Hater, die unter deinem Video. Nein, so viele habe ich nicht. Ich bin vor dem Kampf, ich habe gesagt, ja, ich mache so und ich mache so. Wenn der macht so, dann mache ich so. Ja, dieser Film klappt uns. Kampf fängt an. Ja. Shake hands und er kommt, jab, boom, cross und ich gehe nach hinten und ich denke, oh mein Gott, ich habe alles vergessen, ich habe einfach angefangen zu schwingen. Hättest du uns geguckt, wusstest du, wer das ist. Ja, Entschuldigung, dass ich dich 100 links. Du hast doch keine Hobbys. Doch, habe ich, aber die hast du nicht akzeptiert. Nein. Aber sei ehrlich, warte, bis jetzt, bin ich schon gut, ne? Ist okay. Wie ist okay? Für eine halbe Stunde war okay. Du. So, Freunde, willkommen zurück, Baba heißt sein Vater. Heute sind wir mit Halitaha. Khalid Taha ist einer der erfolgreichsten MMA-Fightern, der out of Deutschland kämpft. Kann man das so verstehen, wenn ich das so formuliere? Auf jeden Fall, ich verstehe das. Ich habe es verstanden. Ich hoffe, ihr werdet das auch verstehen. Also einer der erfolgreichsten MMA-Kämpfer, der aus Deutschland kämpft. Er ist ursprünglich selber aus Lebanon, aber dazu später mehr. Und er kämpft zurzeit in der größten Liga und in der stärksten Liga der Welt, in der UFC. Ultimate Fighting Championship. Ich hoffe, dass die Zuschauer wenigstens diesen Kanal mittlerweile schon alle wissen, was das ist und was man da macht. So, Khalid, ich grüße dich. Danke, dass du da bist. Ich habe zu danken, dass ihr hier seid. Gerne. War schon eigentlich länger geplant. Wir müssen ja immer nur gucken. Leo ist hauptsächlich, wie heißt das, als Kameramann. Hauptberuflich unterwegs und wir müssen immer so nach seiner Zeit gucken, wann, wie wir so finden und so weiter. Also es ist nicht leicht, einen Termin zu finden. Das stimmt. Damit du nicht denkst, dass die Reihenfolge, wann wir zu dir gekommen sind. Nein, ich mache mir darüber keine. Weißt du, wieso ich vielleicht die Zuschauer denken das. Wieso ich das aufkläre immer? Weil Tarek, ich und Tarek Elail, der in der vierten Folge war, wir haben so ein Running Gag mit ihm, wo er mir ständig vorwirft, dass, und er sagt, ich bin ja nur dein vierter Freund. Ja. Ich komme ja nur als Vierter in deine Folge. Deswegen, Khalid, ich werde anfangen und werde dich immer wieder daran erinnern müssen, dass wir weitermachen müssen hier, sonst wird der Turm stehen bleiben. Okay. Oder willst du anfangen? Ich fange an. Fang du an, ja. Und ich fange direkt mit der Frage auch an, und zwar erzähl deine Familiengeschichte. Wann seid ihr nach Deutschland gekommen und wie war das alles? Wann war das so? Okay, ich versuche das gleichzeitig. Ja. Ich bin auf jeden Fall geboren hier. Du bist hier geboren? Ja, ich bin hier geboren, auch wenn ich keinen deutschen Pass habe. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Pass? Nein. Krass, dazu müssen wir auch noch. Soll ich direkt so hoch anfangen oder? Wie du willst, ist dir überlassen. Aber ist eigentlich dein Risiko. Warte. Ja, auf jeden Fall, ich bin hier geboren. Mhm. Meine Eltern sind 1990 hier rübergekommen. Sind aus dem Libanon 1990. Boah, warum wackelt das so? Bei dem ersten Stein schon. Du hast einen schlechten genommen, glaube ich. Aber das kann noch nicht fallen, oder? Also, je nach dem Video, aber eigentlich steht er noch fest. Aber was, wenn das fällt jetzt? Hast verloren. Dann bauen wir nochmal schnell. Mach Kamera aus dann. Stimmt, wir sollten den nochmal einbauen und dann einfach so spielen. Das hat noch keiner geschafft, oder? Mit ersten Steinen das umzuspielen. Ja, das ist ja auch einerseits Rekord. Hast du gesehen, wie das gewackelt hat? Ja. Ja, auf jeden Fall 1990 sind meine Eltern hier rübergekommen. Ich habe 5 weitere Geschwister. 1992 bin ich hier geboren. Und ja, wir sind dann näher Münster, da hinten sind wir groß geworden. 20 Jahre haben wir da gelebt. Dort zur Schule gegangen, gearbeitet, trainiert, alles gemacht. Wir haben sehr früh angefangen, mein Bruder und ich, mit Kampfsport. Mit Taekwondo haben wir angefangen. 6 und 7 Jahre waren wir. Und erst vor kurzem, vor 8 Jahren ungefähr, doch 8 Jahre ungefähr, sind wir nach Dortmund gekommen. Und seitdem habe ich dann auch mit MMA angefangen. Dann hat so meine Kampfsportgeschichte richtig angefangen. Guck, deine Familie ist aus Libanon. Ja, genau. Ich weiß aber, dass in Libanon unterschiedliche Ethnien leben. Also Kurden gibt es dort, Syrer gibt es dort, Palästinenser gibt es dort und Drusen. Also Libanesen und Drusen, genau. Mhm. Zu welcher Ethnie gehörst du? Reine Interesse einfach. Ich bin neugierig. Ich komme aus dem Norden. Norden, ne? Ich bin Sunnite aus dem Norden. Sunnite ist Religion. Aber ja.
Aber du bist Libanese. Ich bin Libanese aus dem Libanon, ja. Okay. Also ich bin, wir haben ja auch kurdische Libanesen, ja, zum Beispiel, die kommen aus ursprünglich Mardin, das ist da Grenze Türkei. Aha. Und die kommen, sind dann manche so Richtung Türkei und manche Libanon. Dann gibt es halt Syrer, Palästinenser, die rüberkommen. Ja. Massiv zum Beispiel ist Palästinenser aus dem Libanon. Mhm. Was viele auch verwechseln. Manchmal wissen die gar nicht, ist der Libanese. Der ist eigentlich kein Libanese, er ist Palästinenser, aber aus dem Libanon. Ja. Sowas halt. Aber ich bin halt Libanese aus dem Libanon. Ja. In Deutschland geboren. Warum das vielleicht an dieser Stelle zu klären, warum das so interessant ist, weil vor dem Kalifat, wo das alles vereint wurde, diese ganze arabische Halbinsel, wo die zu einem Land, bevor die zu einem Land wurde, davor gab es ja unterschiedliche Nationen mit unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen so Geschichten, Vorgeschichten da in diesem Gebiet, bis sie sich so vereint haben unter einer Religion und unter einem eine Sprache, hauptsächlich Hauptsprache. Und das, also für mich, der sich für solche Geschichten interessiert, der generell so diese Völker, woher kommen Sprachen, so interessiert, reine Neugierde, nicht weil ich das eine zum anderen teile, nur weil ich mich dafür interessiere, wie halt das alles zusammenkommt. Deswegen ist das diese Frage auch. Okay. Okay, jetzt haben wir das geklärt, dass du Libanese aus Libanon bist und du bist hier geboren, das wundert mich echt. Wieso hast du keinen Pass? Was ist los? Ich habe viele Probleme mit den Behörden immer gehabt. Also viel Papierkram war das. Ich habe, also ganz offen und ehrlich, ich habe mich früher nicht darum gekümmert. Ich hatte früher keine Ahnung. Ich war nur in Deutschland. Ich hatte keine Ahnung, was ist libanesischer Pass, was ist deutscher Pass. Warum soll ich denn wechseln? Wozu diesen Papierkram hin und her, wo ich noch jung war? Und dann habe ich halt angefangen mit Reisen und hin und her. Und dann habe ich gemerkt, du brauchst immer ein Visum. Musst du Antrag stellen, Papiere, Japan, Kanada. Immer Probleme gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich deutschen Pass beantragt. Und dann hat sich das immer gezogen. Ich war in Warendorf, also da bei Münster habe ich gewohnt. Dann sind wir nach Dortmund gezogen. Dann haben sich die Unterlagen, wieder die Behörden gewechselt. Dann da alles gemacht. Jetzt gerade, ich bin wieder vor kurzem umgezogen. Dann gerade, wo das soweit war mit deutschem Pass, dann haben die Behörden wieder gesagt, ja, wir haben kein Recht halt, deine Sachen zu bearbeiten. Das wird weitergeschickt an den nächsten Kreis, wo du jetzt wohnst. Mhm. Dann Corona, dann immer nach hinten. Du bist jetzt wie alt? Du bist 28. 28, ja. Ist ja schon, okay, du kannst, sowas kannst du sagen. Alter, was? Ich meine, sowas kannst du sagen, ich habe es irgendwie ausgezögert. Oh. So gut gemacht. Ich habe es ausgezögert und es hat nicht geklappt. Ist Corona, kannst du sagen, so, wenn du 2-3 Jahre es nicht gemacht hast. Aber hier geht es um sehr lange Zeit. Hat deine Familie zum Beispiel, jemand aus deiner Familie hat deutschen Pass? Alle. Alle haben und du hast nicht. Also meine Geschwister haben alle deutschen Pass. Aha. Und du hast nicht? Nein. Und die sind nicht mal hier geboren. Das ist ja das Lustige. Du bist nicht der Älteste. Du hast auch älteren Bruder, das weiß ich. Ja, genau. Ich habe zwei ältere Brüder. Zwei ältere Brüder. Und zwei ältere Schwestern und eine kleine Schwester. Ah, okay. Du bist eigentlich einer der Jüngsten. Oh. Okay, Jenga ist nicht dein Ding. Nein. Guck mal, ich habe den jetzt rausgeschoben, ne? Aha. Aber darf ich jetzt einen anderen nehmen? Ja, aber den musst du dann zurückschieben. Nein, warte, ich nehme den einfach raus. Ja, der ist eigentlich schon lose, dann kannst du nehmen. Ja, weil ich habe noch einen nämlich gefunden, der gut ist. Aber jetzt guck mal, wir haben in der Mitte schon leer gemacht. Richtig. Den Skelett richtiges offen Loch gelegt. Haben wir gemacht, ne? Ja, ein Skelett offen gelegt und das wird jetzt tricky, glaube ich, mit jedem Zug. Boah, du hast genau den genommen, den ich nehmen wollte. So. Wie war es in der Schule? Wie, wenn du hier geboren bist mit der Sprache, hattest du kein Problem, das schätze ich mal, weil du im Kindergarten von klein an das alles gelernt hast. Aber war es immer noch so, warst du der andere, der von einem anderen Land und so weiter, hast du dich viel geprügelt und wie war deine Schulzeit jetzt? Eigentlich ging das. Eigentlich hatte ich nie so große Probleme, weil wie gesagt, ich bin hier geboren, ich kam immer ganz gut klar. Mhm. Ich war auch mal mit meinem Bruder auf einer Schule, also wir waren immer zu zweit. Das hilft, wenn ein älterer Bruder dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich gar keine Schwierigkeiten gehabt, ehrlich gesagt. Also gute Kindheit, gute Schule gehabt. Hattest du denn gute Noten? Ja. Schule abgeschlossen? Ja. Ich war auf der Realschule, habe dann 5., 6. Klasse, dann bin ich ein bisschen so zickzack gegangen. Ich glaube, 5., 6. Klasse ist das, glaube ich, bei jedem so die Zeit, Realschule, ne? Wo die Note, meine Note war auch sehr schlimm, 5., 6. Klasse. Ja, ne, dann bin ich Hauptschule gegangen und dann habe ich so 7., 8., 9. und dann habe ich mich nochmal gefangen, richtig, habe dann 10b-Abschluss gemacht, Realschule dann. Und ich war immer so, ich habe keine Schule gemocht, ich wollte immer arbeiten.
Und ich habe immer Praktikum und alles gemacht. Und dann wollte ich Ausbildung machen nach 10. Klasse. Und ich war noch jung. Der Chef damals, ich habe immer Ferienjob da gemacht, Praktikum gemacht, immer gearbeitet. Und dann hat der gesagt, so, ja, du kriegst Ausbildung, aber nur mündlich. Und meine Eltern haben immer gesagt, nimm einen Vertrag, nimm schriftlich. Ich sage, nein, Mama, Papa, nein, der ist ganz nett. Wo hast du gearbeitet? Ich war Fahrzeuglackierer. Ja, das war damals mein Traumjob. Ich war super glücklich. Und wir haben LKWs und so haben wir lackiert, so Silos, riesengroß und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Du bist dran gewesen. Okay. Und dann, das habe ich nicht bekommen. Ausbildung machen. Genau. Mhm. Und dann habe ich die halt nicht bekommen und dann stand ich da und ich dachte, was mache ich? Mhm. Dann bin ich einfach Berufskolleg gegangen und habe einen Freund getroffen. Da kennst du, bei Einschulung, alle waren in der Aula, tausende Schüler und dann jeder wird verteilt. Ich habe einen Freund getroffen, ich sage, hey, was machst du hier? Er so, ja, ich mache Fachabitur, Wirtschaft und Verwaltung und du? Mhm. Ich so, ja, ich auch. Wir sind gleiche Klasse. Ja. Ich bin einfach mit ihm mitgegangen. Und dann der Lehrer hat so halt aufgerufen, alle. Ja. Er so, ist irgendjemand hier, der nicht aufgerufen wurde? Ich so, ja, ich. Er guckt so, er so, warum? Du stehst bei mir nicht auf der Liste. Ich so, keine Ahnung. Aber du hattest dich schon vorher angemeldet? Nein, du einfach rein. Nein, ich, ich hatte mich nicht angemeldet, nichts, weil ich hatte richtig mit der Ausbildung gerechnet. Mhm. Ich war halt noch jung, naiv. Ja. Und dann... aber es hat geklappt. Hm. Und dann habe ich mein Fachabitur da gemacht. Du hast gemacht Fachabitur? Ja, aber Oberstufe habe ich dann abgebrochen. Also 11., 12. Also Fachabitur hast du nicht? Nein, habe ich abgebrochen. Okay. Weil ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr. Hm. Und dann hat auch MMA angefangen, dies, das. Und dann, ich war halt jung und hatte einen Traum. Und das verstehe ich absolut. Ich will nur halt ein bisschen so, das Bild von dir, komplettes Bild haben in diesem Interview. So, ja. Ja. Wie kam der Kampfsport in dein Leben? Wieso? Wann hast du angefangen mit Kampfsport? Ja, ich habe ja gesagt, wir haben sehr jung angefangen. Ich war 6 Jahre alt. Mhm. Aber das war halt alles noch spielerisch. Wir waren Kinder. Taekwondo, Kickboxen, alles versucht. Dann sind wir... Oh, du bist richtig mutig. Der war sehr los eigentlich. Ja. Dann sind wir nach Dortmund gezogen und da habe ich einen Freund damals getroffen. Der hat mir erzählt, ja... ich mache MMA, Cagefight. Ich sage, auf zu labern. Was für Cagefight? Das gibt's bei YouTube und in Amerika. Ich wusste das wirklich nicht. Ich kam, wie gesagt, Münsterland dahin. Wir haben so eine kleine Stadt gewohnt. Welches Jahr war das? Das war vor 8 Jahren ungefähr. Vor 8 Jahren. Mhm. Und dann er so, doch, ich trainiere hier. Das war in Witten hat er trainiert. Ich so, okay, ich komme mit. Er so, ja, komm. Ich habe immer noch nicht geglaubt. Ich gehe mit auf einmal, ich sehe einen Käfig, dies, ich so, boah. Hab sofort mitgemacht. Und ich sag ganz offen und ehrlich, ich fand das scheiße. Das Training dort? Jeder hat mich submitted. Jeder hat mich fertig gemacht. Und ich hatte gar keine Ahnung, ich wusste nicht, was Ringen ist, ich wusste nicht, was Grappling ist, nicht was ich wusste gar nichts. Ich kannte nur Boxen und Kicken. Nur das Einzige. Und dann bin ich nach Hause und ich dachte, ach, was für eine Scheiße. Und dann saß ich wieder und ich dachte... Aber wenn die das doch geschafft haben bei mir... Und ich habe immer so, kennst du, Striker früher haben immer gesagt, ach, das am Boden, das klappt gar nicht und so. Ich hau den so und so und dann ist vorbei. und dann habe ich gesagt, aber wie haben die das gelernt? Ja. Ich habe ja versucht, den zu schlagen, aber ich musste abklopfen. Mhm. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal zum Training. Mhm. Ich bin nochmal gegangen und ich habe meine erste Submission bekommen. Ich weiß nicht mehr, Guillotine oder irgendwas war. Ich war so glücklich und seit dem Tag an, ich habe gesagt, ich will das lernen. So, dass jemand bei mir abklopft und so. Das ist sehr ansteckend. Ja, und dann seit dem Tag an war ich dabei. Dann habe ich losgelegt, dann ging es los. Bist du der Einzige in der Familie, der so professionell so Kampfsport gemacht hat damals? Oder? Nein, mein Bruder, mit dem ich zusammen angefangen habe, Mohammed, der war früher sogar noch viel erfolgreicher als ich. Ja? Ja, wir haben noch wirklich alte Kassetten und alles, wo der... Boah, der hat so viele Meisterschaften gemacht, so viele Titel geholt, so viel. In welchem? In Taekwondo? Im Kickboxen und Kickboxen. Im Taekwondo. Der hat so viele heftige Highlight-Knockouts und so, aber damals noch auf Kassette und so, richtig geil. Dann hat er auch irgendwann, also hat er dann auch aufgehört und alles, dann haben wir zusammen angefangen mit MMA. Wir haben auch beide gekämpft, der hat auch Profi gekämpft, ist auch ungeschlagen und alles, hat aber dann nicht mehr so viel gekämpft. Der hat Frau, der hat Kinder, dann direkt Zwillinge bekommen. Alles drum und dran und dann haben wir uns mehr darauf konzentriert, dass er so den Trainerpart bei mir übernimmt und ich so der aktive Kämpfer dann sozusagen bin. Wie viel älter ist er als du? 1,5 Jahre. 1,5, okay, er ist nicht viel älter. Okay, und dein MMA-Profi, halt Debüt und der Weg dahin,
Wie, warum hast du gedacht, okay, ich mache jetzt MMA als Profi, so, ich werde damit Geld verdienen? Was war der Beweggrund? Das war spontan mein Profikampf. Also ich habe erst MMA gemacht. Ich habe auch sehr wenig Amateurkämpfe gemacht. Und dann in Deutschland war das nicht so, wenn du Profi gemacht hast, hieß das jetzt, das ist dein Beruf und du verdienst dein Geld und du lebst damit. Sondern das war einfach nur, du machst keinen Amateurkampf mehr, sondern Profikampf. Andere Regeln und... Ja. Und da war damals einer aus meinem Team, wir hatten einen im Team, der war Profi, der sollte kämpfen, ist abgesprungen und dann hat mein Trainer mich gefragt, ey, komm, du bist so weit, du kannst das und in 3 Wochen kannst du kämpfen. Und ich so, ja, okay, voll cool, so, boah, ja, mach ich. So hat man, damals habe ich gegen Mohamed Celebi gekämpft, bei Issa Topal. Boah, ganz lange her. Kennst du noch Herne, die Arena? Da hast du auch gekämpft. Da habe ich mein Profidebüt gemacht und das war eine Schlacht damals für mich, ich war total unerfahren. Ich weiß noch, ich bin vor dem Kampf, ich habe gesagt, ja, ich mache so und ich mache so. Wenn der macht so, dann mache ich so. Ja, dieser Film klappt und so. Kampf fängt an, ja. Shake hands und er kommt, jab, jab, boom, cross. Und ich gehe nach hinten und ich denke, oh mein Gott, ich habe alles vergessen. Ich habe einfach angefangen zu schwingen. Wie Mike Tyson sagte, jeder hat einen Plan, bis er in die Fresse kommt. Ja. Und genau das war bei mir. Die erste Runde war vorbei. Ich bin aus dem Kampf, also nach der Runde, ich so... Ich dachte, was mache ich? Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, ich schaffe niemals den Kampf zu Ende zu kommen. Ich habe nur mit Herz gekämpft. Ich war überhaupt nicht fit. Und dann habe ich Gott sei Dank 2. Runde durch K.O. gewonnen. War super glücklich. Und dann so hat das angefangen. Habe ich langsam dann natürlich professionell angefangen zu trainieren. Aber damals hast du noch immer noch in Witten trainiert. Ja, genau. Ja. Und dann sind wir zu Karl Stahl gewechselt. Dann nach Bochum rüber und also so hin und her. Ja, du hast so einige Gyms gewechselt. Ne? Ja, genau. Genau. Dann war ich auch bei Jupp in Köln. Ich erinnere mich noch damals, als wir zwei haben auf einem Grappling-Turnier gekämpft. Ja. Ja? Und du warst in der Gewichtsklasse kleiner als ich. Unter dir, ja. Und du hast, glaube ich, an dem Abend bei Advanced und bei Profis gekämpft. Ja, das kann sein. Ja, an dem Tag halt. Ja, weil ich früher nichts am Boden konnte und dann habe ich, also ich habe das früh verstanden, du brauchst Grappling, du brauchst Ringen. Ja. Früher, ich hatte keine Ahnung, ich habe Ringen gesehen, die schlagen nicht, die submitten nicht. Ich habe gesagt, was machen die? Ja. Aber ich hatte auch nie in meinem Leben Ringen gemacht. Ja. Dann habe ich Ringen gemacht und ich habe erstmal verstanden, erstens, wie hart das ist und zweitens, das ist so übertrieben. Welche Schlüssel du in die Hand bekommst? Du hast... schon, wenn du ringen kannst im MMA, hast du schon die halbe Miete. Du hast fast die ganzen Schlüssel in deiner Hand. Genau, und das habe ich früh verstanden. Ja. Und dann habe ich sofort angefangen, okay, du kannst nicht einfach Leute ausnocken oder nur Takedown-Verteidigung und oben bleiben, schaffst du nicht. Irgendwann kommt einer, der holt dich runter oder jemand, der ist besser als du im Stand, den musst du runterholen. Ja. Und du so halt, das ist MMA, Mixed Martial Arts, und nur so kommst du halt wirklich weiter. Wieso ich mich an dieses Turnier erinnert habe? Ich kannte dich so von Sehen, so, und aber wir kannten uns damals nicht. Aber damals hat mein Trainer, ich war kurz vor dem Anfangen, und mein Trainer hat rübergeguckt, du hast damals gegrappelt, und der hat gesagt, das ist ein guter Junge, der ist gut, man sieht es an seinen Bewegungen. Geil. Und ich hab das gemerkt damals. Und jetzt bist du, danach sind 6, 7 Jahre, bist du, also noch kürzer, nach 5 oder 6 Jahren bist du in UFC. Verstehst du? Trainer hat das damals auf der anderen Matte rüber geguckt und gesehen, verstehst du? Und ich weiß ja, dann bist du danach nach Köln gewechselt sogar, zu demselben Trainer, ja, genau, der das erkannt hat, ja? Mike Küppers. Ja. Und du hast schnell deinen Weg, war irgendwie aus Deutschland, bist du in Dream gelandet? Ryzen war es, ja. Ryzen, ja. Du hattest starke Kämpfer dort. Ja. Du hast einen verloren, Kampf, wo du eigentlich, wo jeder dachte, der holt ihn. Der war schon durch, der Kampf. Das war fast wie so, der hat schon, kann man ausmachen, der hat schon gewonnen. So, genau so. Und dann hast du per Submission verloren. Ja. Und trotzdem hast du es geschafft, bei UFC zu unterschreiben nach diesem Verlust, was eigentlich sehr selten ist. Nein, du hast einen Kampf vergessen. War der Zwischenkampf? Den Kampf hast du vergessen, weißt du warum? Weil die den aus dem Internet gelöscht haben. Ja? Die wollten... Gegen wen war der? Gegen der was, so ein Prinzensohn aus Bahrain. Ah ja? Bei Brave.
habe ich gekämpft. Echt? In Indonesien, ja. Ja, krass, da wusste ich gar nicht. Ja, der wird die aber Aufnahme. Ich habe aber noch Aufnahmen auf Handy. Ja, kannst du beweisen, ne? Ja. Ist auf, in Sherdog ist er auch nicht. Doch, ist drin. Ja? Ja, ja. Sherdog konnten die nicht rausmachen. Aber aus YouTube und so, alles wurde entfernt. Aha. Mhm. Okay. Und danach habe ich dann UFC unterschrieben. Aha. Wer hat dir dabei geholfen mit dem UFC-Vertrag? Damals mein alter Manager. Ich habe schon gemacht. Du hast schon. Du bist mein Freund. mein alter Manager. Da. Wie heißt der? Tim Leidecker. Tim Leidecker. Ist alter Manager. Genau. Da, okay. Da war die UFC, ist nach Deutschland gekommen. Ja. Und das schaffst du niemals. Warte, ich bin dein. Der ist der Loser. Die UFC war in Deutschland und dann spontan bin ich eingesprungen. Auch eine Gewichtsklasse höher. Mhm. Hat er mich angerufen, hat gesagt, ja, dann und dann ist was frei, aber auch kurzfristig. Und ich habe natürlich sofort zugesagt. Das war ja mein Traum. Ja. Und habe dann auch einen harten Kampf gehabt, auf jeden Fall. Narimani war es. Ja, genau. Ja. Der war ein guter Ringer. Ja, war Cage Warriors Champion auch. Ich glaube, Greco-Roman ist sein Basis gewesen. Ja, der war sehr stark. Ja, und er hat dich ausgerungen. Ja, genau. Ja. Ja, der war ja, also ich habe da eine Gewichtsklasse höher gekämpft. Ja. Wir haben gar nicht viel Zeit gehabt. Ich hatte gar nicht mit seinem Ringen, ehrlich gesagt, gerechnet. Weil wir haben seine Kämpfe davor geguckt. Der ist wirklich, seine Titelkämpfe, 5 Runden nur nach vorne marschiert, hat gestrikt, geballert. Mhm. Und der hat auch im Leichtgewicht gekämpft. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, ah, der will in der UFC sich beweisen. Ja. Jetzt ein kleines Bantamweight kommt. Ja. Ich beweise mich im Striking. Keiner, du weißt ja, in der UFC, wenn du die ganze Zeit nur ringst, ja, so, die Zuschauer, die wollen Blut sehen, die wollen Schlägerei. Und ich dachte, der will sich mit mir fetzen. Und ich habe gesagt, alles oder nichts. 15 Minuten. Ich habe sowieso nicht viel zu verlieren gehabt, sage ich mal. Ja. Aber dann hat er auch erste Runde versucht. Mhm. Hat dann nicht so gut geklappt für ihn. Ja, ja. Und dann hat er angefangen, fast nur zu ringen. Also wirklich. Es war ein guter Kampf von deiner Seite. Ja. Du musst eine Sache verstehen. Wenn ich jetzt sage, der hat es ausgerungen, viele vielleicht, die sich im Kampfsport wenig auskennen, werden denken, ah, der hat verloren. Sobald der UFC kam, der hat verloren. Man muss verstehen, das ist Creme de la Creme aus ganzer Welt dort. Ja, und die Jungs, die trainieren und Kleinigkeiten spielen eine Rolle. Hast du Husten an dem Tag, kann die sogar das, den Sieg kosten. 100%. Ja, und das ist okay. Das ist eine Sache, wenn er dich runternimmt, schaffst du es nicht sofort aufzustehen oder schaffst du es nicht, dich zu erholen oder hat er richtigen Druck irgendwo auf deine Brust gesetzt. Sogar das kann halt dir schneller den Luft aus dem Körper drücken, wenn er die ganze Zeit auf deine Brust. Das sind so Profis, die Besten aus ganzer Welt, die sich aufeinandertreffen. Und dort, ich finde, dort zu verlieren, da muss man sich nicht schämen. Egal wie schnell, wie du verlierst, auf welche Art. Dahin zu kommen, ist ein sehr langer, sehr schwieriger Weg, den sehr viele gar nicht mal schaffen würden. Du hast aber im zweiten Kampf, also K.O. gewonnen, ja? Ja. Und man hat nach erstem Kampf gesehen, dass du dahin gehörst. Verstehst du? Zweiter Kampf war ich auch heftiger Underdog. Ich bin nach Las Vegas, ich sollte in Las Vegas kämpfen. Mhm. Da habe ich damals eine heftige Knieverletzung gehabt, dann wurde der Kampf abgesagt. Und dann nach der Knieverletzung haben die den gleichen Kampf nochmal gebucht, aber in Atlanta. Mhm. Und mein Gegner damals war ein sehr, sehr guter Boxer. Der war ein sehr, sehr guter Boxer, hat gegen diesen Royce Spence Jr., glaube ich, heißt der. Ich kenne mich mit Boxen nicht so gut aus, aber ein sehr bekannter Boxer. Mhm. Daniel Cormier, Joe Rogan haben noch vorher geredet, so, wow, wenn der so gegen den boxt, der ist so, der ist bei hier Tippico und so, der war richtiger Favorit. Ja. Die haben den gepusht. Ja. Jedes Interview nur mit denen und er sagt so, sitzt ganz locker so, ja, ich werde den ausnocken, ich werde so. Und ich habe mich richtig vorbereitet. Mhm. Ich war in Kanada im TriStar Gym, ja. Habe mich richtig vorbereitet, habe... ich bin übrigens direkt nach meiner Niederlage, also ich habe in Hamburg gekämpft, mhm. Ich war ja fast unvorbereitet. Ja. Dann bin ich danach nach Kanada geflogen, ohne Kampf. Einfach dahin geflogen und wollte mich vorbereiten. Dann habe ich das erste Mal angefangen, mich richtig im Ausland vorzubereiten. Habe mich dort vorbereitet. Danach kam der Kampf, habe mich dann nochmal da vorbereitet und dann habe ich den Kampf gemacht. Und ich war mir wirklich sicher, also man weiß nie, aber ich war mir wirklich vom Gefühl her sicher, egal was passiert, ich gewinne diesen Kampf. Mhm. Also ich dachte wirklich, 15 Minuten wird eine heftige Schlacht. Aber ich war sicher, ich werde niemals im Leben aufgeben. Der kann mich nicht schlagen. Du warst mental sehr stark eingestellt. Ja, und dann direkt mit der ersten Kombination. Ich glaube, der hat dich auch unterschätzt. Weil nach diesem ersten Kampf, wo du ausgerungen wurdest, hat er nicht dieses wirkliche dein Können im Stand gesehen. Genau, genau.
Und da hat er halt verloren. Ja. Guck mal, du hast unterschrieben, du hattest jetzt gewonnen, verloren, danach hast du verloren, gewonnen, danach hast du wieder verloren nach Punkten, ja? Dritter Kampf. Oder dritter hast du auch gewonnen. Gewonnen, ja. Was hast du verdient in diesen ersten Kämpfen? Du hattest drei Kämpfe unter Vertrag, ne? Das erste Vertrag. Vier Kämpfe. Was war die Gage dafür für jeden Kampf? Ist das versteckt bei dir? Nein, ist nicht. Also, ja, also das ist halt unterschiedlich. Es gibt ja feste Gage von der UFC. Ja. Normalerweise liegst du am Anfang beim ersten Kampf, wenn du den Kampf gewinnst, ungefähr bei 25.000. 25.000. Ja. Und dann steigert sich das halt immer. Ich bin dran, ne? Ja, du bist auf jeden Fall. Ich warte nur auf dich. Ja, okay. Aber es gibt halt Sponsorengelder, es gibt Werbeverträge, es gibt alles Mögliche, was halt Sponsorengelder sind in UFC, war ja früher so, dass man auf die Shorts Sponsoren kleben konnte. Ja, jetzt aktuell haben wir nur Reebok. Nur Reebok. Ja, weil Reebok. Was die zahlen, sind Peanuts eigentlich. Das ist, ja, das ist peinlich, was, ja, die, was die da, ja, zahlen. Ja, eigentlich schon. Aber für die UFC ist das halt gut, weil die mit der UFC einen riesen Deal haben. Für UFC ist es gut. Die zahlen sehr viel Geld an die UFC. Der Vertrag ist jetzt zu Ende jetzt. Jetzt soll ja Venom im April. Aber das wird sich für Kämpfer, glaube ich, nicht viel ändern. Ja, ich glaube, also die sollen schon. Die sagen, dass die viel besser zahlen. Ja? Ja, also ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Warum ich die Frage stelle? Um sich auf diesem Niveau so stark vorzubereiten, zum TriStar nach Kanada zu fahren und halt dich auf demselben Level wie die deine Gegner tun, sich so vorzubereiten, kostet ja sehr viel Geld. Ja. Hat es dir überhaupt gereicht, das Geld, was du dort verdient hast? Das kostet mehr Geld, als manch einer glaubt. Also wenn ihr das... Du musst wissen, wenn jemand damit anfängt, ich kriege auch ganz viele Nachrichten, hey, ich will großes Geld verdienen, hey, ich will auch UFC-Star werden, ich will Superstar werden. Nimm das aus eurem Kopf raus. Ja. Ich habe anfangs gekämpft für 0 Euro. Ich habe Geld bezahlt, also meine Vorbereitung hat so viel gekostet, was ich im Kampf nicht mal verdient habe. Hm. Ihr müsst diesen harten Weg gehen, das verstehen die Leute von heutzutage nicht. Die denken einfach, zwei, drei Kämpfe, ein bisschen hier, Show, da, hin und her und dann kannst du in der größten Bühne. Du musst, okay, du kommst links und rechts und durchdribbeln irgendwie nach ganz oben in die UFC. Hm. Aber dann musst du dich beweisen. Dann hast du die Leute, wie du gerade gesagt hast, wie viele Kämpfer gibt es auf der Welt? In der UFC hast du 400 Stück vielleicht. Hm. Du musst dich mit diesen Leuten, du hast in deiner Gewichtsklasse vielleicht 50 Leute, 60 Leute, die Besten aus der gesamten Welt. Ja. Und da musst du dich messen. Da kannst du nicht, du wirst auseinandergenommen, wenn du dich vorher nicht wirklich bewiesen und gemessen hast. Wenn du in irgendetwas nachstehst, Vorbereitung, irgendwas, so bist du. Und so ist das auch, also wo ich in der UFC unterschrieben habe, war das für mich nicht in dem Sinne so jetzt der heftigste Punkt meiner Karriere, sondern das war für mich wie, als ob ich rückwärts gelaufen bin. Warum? Als ob ich mich wieder an Anfang angestellt habe. Mhm. Ich war wieder so dieser kleine Junge, der ganz am Anfang war. Mhm. Weil hier, ich habe gekämpft, ich habe in Deutschland gekämpft, ich bin seit vielen Jahren die Nummer 1 hier. Mhm. Habe alles besiegt, gemacht, hier Gürtel hin und her, sozusagen alles erreicht, was du hier erreichen kannst. Und dann auf einmal bin ich wieder von hier oben, war ich auf einmal wieder hier unten. Weil in der UFC keiner kennt dich. Du bist aus dem kleinen See. Ja, genau. Rübergebracht worden in das große See. Du hast noch nichts. Und jetzt bist du wieder da. Du musst was abrufen. Du musst leisten. Du musst zeigen. Kannst du, bist du. Und genauso ist das auch mit dem Finanziellen. Du kriegst zwar mehr Geld, aber du hast auch mehr Ausgaben. Ja. Und ich bin vom Kopf halt her so eingestellt gewesen, dass ich gesagt habe, ich verdiene jetzt 20, 30, 40. Egal, meine Vorbereitung kostet so viel. Plus, minus, null. Alles okay. Ja. Passt für mich. Ich muss gewinnen. Ich denke weiter. Weil später hast du die Kämpfe, wo du so viel verdienst, wie du gar nicht ausgeben kannst. Und deswegen, ich würde mich nicht zu sehr auf diese Geldsache fokussieren. Also jetzt, seitdem du unterschrieben hast bei UFC, ist die Frage, okay, jetzt habe ich keine Geldnot in meiner Vorbereitung, ist nicht weggefallen. Seitdem du unterschrieben hast, hast du immer noch die Probleme, deine Vorbereitung zu bezahlen und dich, wie heißt das, du musst dich immer noch um deine Finanzen Kopf machen, immer noch als UFC-Kämpfer? Also wenn ich offen sein darf, also Alhamdulillah, mir geht's gut. Mhm. Aber wenn wir jetzt wirklich darüber reden, dass du nur von der UFC-Gage lebst, dann ist das schwer, weil manche Kämpfer zum Beispiel, vor allem wenn du kein gutes Management hast, die haben einen Kampf im Jahr. Mhm.
So, du kriegst jetzt einmal im Jahr 50.000 Euro. Ja. Oder 50.000 Dollar. 50.000 ist ja schon eine Gage, die bei weitem nicht viele kriegen. Ja, aber sagen wir mal 50.000. Aber wenn du die einmal im Jahr kriegst, das reicht nicht. Ja. Das reicht vorne und hinten nicht. Mit deinen Fixkosten, mit deinen Vorbereitungen, das reicht nicht. Wenn man das einfach auf die Monate aufteilt. Genau. Steuer wegnimmt. Genau. Aber wenn du ein gutes Management hast, dann kannst du auch öfter als ein, zwei oder dreimal im Jahr kämpfen. Wenn du gesund bist, unverletzt bist. Und du Prozent des Managers fällt da auch noch weg. Das kommt auch noch dazu. Ja, ne. Aber wenn du halt wirklich Sponsoren hast, wenn du dich gut vermarktest, wenn du dich wirklich bemühst, dann kannst du schon gut leben. Erklär mir, was bedeutet Sponsoren haben? Jetzt, die anderen sind ja rausgegangen. Das heißt, es sind Leute, die haben Geld und die sagen, Halit, wir feiern dich, wir finden, du machst das sehr schön und deswegen kriegst du Geld und mach das weiter so. Ist das so? Gibt es so, ja. Und gibt es auch die, die sagen, ich habe hier, keine Ahnung, Firma Givenchy, was weiß ich, ich möchte, dass du meine Kleidung in dem Interview trägst zum Beispiel, ah, okay. Und dafür zahle ich dir so und so viel. Ist das jetzt auch eine Schleichwerbung? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr, nein, aber als Beispiel. Ja. Oder du hast wirklich einfach Sympathisanten, reiche Leute, die sagen, ey, ich finde das Hammer, was du machst, oder Leute, die wirklich früher selber Sport gemacht haben, das dann aufgrund des Berufes nie professionell machen konnten, beruflich richtig was erreicht haben, aber sportlich das nie machen konnten. Warum? Weil die entweder oder. Ja. Wenn du auf höchstem Level wirklich kämpfen willst in der Champions League, kannst du nicht noch nebenbei arbeiten oder solltest du nicht. Ja. Und dann hast du wirklich Sympathisanten, die sagen, ich will dich unterstützen, ich weiß, durch was für eine Hölle du gehst, durch wie anstrengend das ist, wie teuer das ist und. Und die helfen dann wirklich gut. Sind das hauptsächlich deine Landsleute? Nicht hauptsächlich, nein. Also gibt es so und so. Ja. Also mit dem Geld, was du bei Kämpfen verdienst, hast du bis jetzt auf jeden Fall nicht dir was Teures gönnen können? Nein, nicht unbedingt. Aber ja, ein bisschen so und so. Du hast ja zweimal, ja, die 50.000 Bonus gewonnen, oder? Nein, ich habe einmal den... Einmal. Ich sollte zweimal bekommen. Ja, für diesen K.O., ne, damals. Sollte ich bekommen, ja. Aber damals haben mir den Israel Adesanya, Calvin Gastelum, Dustin Poirier und Max Holloway weggenommen. Die hatten damals zwei heftige Schlachten. Das waren Titelkämpfe. Ja. Haben beide über Punkte gekämpft und dann haben die bekommen. Aber ich habe einen inoffiziellen Bonus bekommen, aber halt nicht 50.000. Inoffiziellen Bonus, das ist interessant im Moment. Das zum Beispiel das, was die Leute auch nicht wissen. Dass die im Briefumschlag noch einen. Ne, kommt einfach auf Konto. Ja? Yeah? Kommt einfach eine Zahl und du sagst, wow, was ist das? Wofür so? Du fragst gar nicht nach. Fragst du gar nicht. Egal. Mach weiter einfach, so. Ja? Einfach nimmst du Geld runter, fertig. Ja, aber dafür musst du dann Steuer zahlen auch, ne? Ja, natürlich. Ja. Natürlich, da gibt es nichts hier. Ja. Links, rechts. Also, weil es auf Konto ist? Ja, natürlich. Wäre das Berufungsstark, hättest du das irgendwie so umgehen können. Ja, das stimmt. Du hast gerade, ne? Ich habe gemacht, mein Freund. Wie viel ist das, was so auf dem Konto kommt, so inoffizieller Bonus? Ist unterschiedlich. Komm, gib mir eine Zahl. Ich will es einschätzen können. So. 10.000. Ja. Cool. Ja. Es ist halt so ein Ansporn von denen, sagt man, Ansporn, ne? Dass du halt riskierst im Kampf. Ja, dass natürlich. Du und andere Kämpfer halt genau, riskierst. Und die wissen, dass es kann noch das kommen. Ja, also das ist schon... Einerseits ein billiger Move von denen, verstehst du? Lieber hätten die jedem diese 10.000 extra gezahlt für die Gage und nicht die dafür bezahlt, dass sie sich K.O. schlagen lassen oder versuchen, andere K.O. zu schlagen. Guck mal, das Beste, was ich finde, das hat letztens jemand gepostet. Die UFC verteilt im Jahr Bonusgehälter, das war eine Summe von, ich glaube, 8,2 Millionen Dollar im Jahr. Wenn du das auf alle Kämpfer einzeln verteilst, die haben gerechnet, die sind von, ich glaube, sogar 600 Kämpfern ausgegangen. Das schaffst du niemals, was machst du da? War kein großer Betrag oder was? Was würdest du sagen, als sie das auf alle verteilt haben? Doch, wenn die 8,2 Millionen Dollar auf alle Kämpfer verteilen würden, dann würde jeder Kämpfer pro Monat knapp 15.000 Dollar bekommen. Stell dir vor, was wäre das für eine geile Sache? Guck mal, keiner braucht mehr zu arbeiten. Ja. Keiner braucht sich mehr Sorgen zu machen. Jeder kann Vollzeit UFC-Kämpfer sein. Ja. Und ich finde, dafür, dass wir wirklich in der Champions League kämpfen, dass es höher gar nicht mehr geht, dass es
wenn du das mit Fußball vergleichst, wenn du das mit Box vergleichst, wir sollten so viel verdienen. Klar, noch mehr sogar. Verstehst du? Ja, klar. Und es gibt natürlich die Kämpfer, die 10, 20, 30 Millionen bekommen. Ja. Und das geht alles. Und die sollten keine Bonus bekommen. Einfach. Ich habe gekämpft, ich habe gekämpft. Israel Adesanya kriegt Bonus. Das meine ich doch. Der ist Millionär, der ist Millionär. Max Holloway kriegt Bonus. Diese 50.000, die gekommen sind, die haben das nicht mal gemerkt. Ja. Auf deren Gehalt. Das war bei mir mein zweiter Kampf, also mein erster Sieg. Ja. Helf doch einen, der gerade neu angefangen hat. Ich nehme doch das Geld sowieso für meine Vorbereitung. Ich gehe mir keinen irgendwas gönnen oder so. Ja. Ich brauche doch das Geld. Keine Rolex kaufen. Ja, aber manchmal weißt du auch nicht, wie die denken oder wie die das sehen. Ach, das weißt du, dieses, wie bei Lebensversicherungen, ja. Bei Lebensversicherungen werden Leben von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gewertet auch. So eine sehr amoralische Sache, ja. die berechnen einen so, weißt du, ja, die sagen, stimmt. Wäre er so und so in dem Land, der mit seiner Bildung, mit seinen Möglichkeiten, hätte er weitergemacht, hätte er so und so viel verdient oder der so und so viel wert, die schätzen einen ein. Dasselbe tut ungefähr die UFC halt. Sagt, du hast gerade angefangen und auch wenn du in UFC bist, bringst du uns noch nicht so viel Geld, bist du potenziell noch nicht so viel genau. Einbringer, deswegen kriegst du auch wenig Geld. Keiner schenkt dir was. Ja. Das ist einfach so. Lebensregel, ne? Ja. Keiner schenkt dir was. Und deswegen verteilen die Bonusse auch nicht, sondern lassen das so jedes Mal, jede Fight Night, 4 Bonusse, damit wir uns auch richtig nochmal Mühe geben, damit wir nochmal richtig Gas geben, ey. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Zum Beispiel in Japan, wo ich gekämpft habe, wir haben Bonus bekommen für Sieg und Bonus für Finish. Mhm. Das heißt so, wenn du zum Beispiel 2 Runden gewonnen hast, ja. Dass du dritte Runde nicht chillst, sondern dass du noch Gas gibst und versuchst, einen Finish zu holen. Um den Bonus noch zu holen. Und um die Leute zu unterhalten, damit die Zuschauer richtig geile Kämpfe sehen und wir dann denken uns, boah, dann gibt es noch mehr Geld. Ja. Ja. Waren dort die Gagen groß? Also für mich, ich war super zufrieden. Ich hatte in Deutschland gekämpft und dann das erste Mal im Ausland. Ich hatte damals für meinen ersten Kampf, habe ich 10.000 Euro bekommen. Und wenn du gewonnen hättest, wenn du gewonnen hast, hast du wie viel extra dazu bekommen? Ich habe also 5.000 Antritt bekommen. 5.000 Antritt, 5.000? Nein, 2.500 Siegprämie und 2.500 Finishprämie. Ah, okay. Und ich habe durch Finish gewonnen, also alles ist abgeräumt. Auch nicht viel. Nein, ist auch nicht viel, aber ich kam halt aus Deutschland, die Gage aus Deutschland und ich habe halt in einem Turnier gekämpft, wo dann nochmal Preisgeld 150.000 war. Das gab es halt auch nochmal obendrauf. Für mich war, also ich war sehr zufrieden. Du warst zufrieden, weil du das vorher kleinere Gagen kanntest. Genau. Aber wenn man so in das Allgemeinbild von der Seite so anguckt, so was Fußballer oder andere Leute verdienen und in Amerika Baseball und so weiter, und dann man das vergleicht mit diesem, die Mühe, die ihr macht, ist ja, wenn nicht größer, aber die gleiche zumindest. Aber ich sehe das immer so. Und Gesundheit, die ihr da lässt. Das stimmt, aber ich sehe das immer so, guck mal beim Fußball. Bis so kurz bevor die den richtigen Abschluss, die verdienen gar kein Geld. Da kann man auch sagen, ja, klar, wenn das wirklich heftige Profis, also Bundesligisten, dann gibt es schon gutes Geld. Aber vorher auch nicht. Oder beim Boxen zum Beispiel. Ich weiß, die ganzen Boxer, die bezahlen Geld, um überhaupt kämpfen zu können. Bis die dann wirklich wie Joshua und Golovkin und die alle sind. Am Anfang, wo die ihre Records aufbauen. Ja, also diese Leute vergleiche ich ja auch zum Beispiel mit Khabib, mit Conor, mit die auch wirklich sich gar keine Gedanken mehr machen müssen, sei es um Training, um Geld, um Essen, um Luxus, um egal was. Da geht nichts mehr, Bruder. Du sagst also, der Kämpfer muss am Anfang hungrig bleiben. Also Geld sollte die kleinste Motivation sein. Das generell, wenn du Kampfsport machst, sollte Geld, aber ich finde trotzdem, dass wenn der Kampfsportler, nachdem er so viel an seine Gesundheit dort drin gelassen hat und so viel geopfert hat, der sollte, wenn er damit aufhört, so viel Geld haben, dass er sich wenigstens ein Haus bauen oder eine große Wohnung kaufen kann und der sich darum keine Sorgen machen muss, was er essen wird bis zum Rest seines Lebens. So viel sollte er verdient haben. Da bin ich ganz bei dir. Ja? Und ich wäre sogar für so staatliche Regulierung von solchen Sachen. In Polen ist das, glaube ich, so. Ja? Ja, die Olympiasportler, ich glaube, die Judo machen und sowas, Olympia, die kriegen
komplett ihr hier Studium und alles bezahlt und alles wird für die übernommen und die kriegen monatliches Gehalt und so. Hatte ich mal gehört, irgendwie so eine Geschichte. Olympiasportler ist ja eine Sache. Mhm. Das ist auch sehr schwer, da reinzukommen. Verstehst du? Sowieso, die sollten sowieso viel Geld verdienen. Aber guck mal, die professionellen Sportler, die bei UFC kämpfen, der Staat sollte sagen, ist zwar jetzt nicht kapitalistisch, ist eher so richtig Sozialismus, aber der Staat sollte sagen, guck mal, ihr habt im Jahr, UFC hat im Jahr so 1 Milliarde verdient, ja? Die Hälfte davon verteilt ihn an eure Kämpfer. Ja. Weil eure Kämpfer sind diejenigen, die das Geld verdienen. Die euch machen. Nur deswegen schaltet jemand ein, gibt das Geld und so weiter. Und seid ihr damit nicht einverstanden? Weg. Ja. Jeder macht. Ich gehe nach Amerika und mache meine Organisation und verteile die Gage und so. Ja? Ja. Jeder wird, andere werden das machen für dich. Verstehst du? In dem Sinne sollte die Stadt eingreifen, finde ich. Weil das ist eine Ausbeutung. Ich glaube einfach, die haben ein zu hohes Level erreicht, als dass sie sich auf solche Sachen einlassen müssten, sage ich mal. Die sind, guck mal, die UFC ist hier, da kommt ganz lange gar nichts und dann kommen die anderen Veranstaltungen. Mhm. Die haben ein Monopol. Und die lehnen sich darauf an. Das ist einfach so. Also das ist so schon fast, sei froh, dass du überhaupt hier kämpfen darfst. Ja, das ist also, und wenn du mich fragst, wenn mein Manager mir damals gesagt hätte, du kannst kämpfen in 4 Wochen, aber die zahlen keine Gage, ich hätte gesagt, scheißegal. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Aber guck mal, die spielen, diese Leute, die spielen mit deinen Träumen. Ja. Verstehst du, das ist auch, was in Filmbusiness auch vorgeworfen wurde, diese großen Skandale, die waren. So Produzenten, die ganz groß sind, verstehst du, die haben jungen Frauen Hoffnung gegeben, dass die, wenn die mit denen in, ich sag mal so, irgendwelche Connection eingehen, dass die später über diese Produzenten die Rolle bekommen werden. Die haben vielleicht nie so ausgesprochen, aber die haben die Möglichkeit da gelassen. Ja, und die haben mit den Träumen von diesen Leuten gespielt und das ist, was den Leuten vorgeworfen wird. Und die wissen ja, dass du willst dort kämpfen, weil das ist dein Traum, da zu kämpfen und so. Die hätten die gesagt, du musst 5 Kämpfe kostenlos machen und dann erst bekommst du einen Vertrag, hättest du auch gemacht. Verstehst du? Ich weiß, du hättest es gemacht. Ja, wirklich. Und genau das darf nicht passiert werden. Das muss von der Regierung reguliert werden. So, okay, das hätte ihn abgestoßen, wenn Dana White uns zuguckt. Ich hoffe nicht. Ich komme, Dana. Auf jeden Fall, was sagt deine Familie dazu, dass du kämpfst, dass du damit Geld verdienst? Unglaublich stolz. Ja? Ja. Mama sagt immer, okay, mein Sohn, super Kampf, aber jetzt reicht. Kämpf nicht mehr, erst nach jedem Kampf sagt ihr auch. Ja, oder? Mama ist auch die Einzige, die noch nie in ihrem Leben live zugeschaut hat. Ja, das glaube ich, Noch nie, die kann einfach nicht. Aber Rest der Familie, alle. Wirklich mit Herzblut dabei, unterstütze mich in jeder Hinsicht. Vorbereitung, wenn ich finanziell was gebraucht habe, für die Diät, für die, egal was es war, die waren wirklich alle da. Mhm. Alle, von wirklich Tag 1 bis jetzt. Mein Bruder ist ja auch mein Trainer. Das ist auch so eine normal funktionierende Familie. Das wird Familie ist dafür da. 100%. Also das erleichtert mir sehr, sehr viel. Also für mich ist immer wirklich am schlimmsten, wenn ich in der Vorbereitung bin. Ich bin ja immer lange unterwegs. Mhm. Ich vermisse meine Familie. Also ich bin dann lange ohne die und dann will ich immer gerne meine Familie sehen. Boah, das klappt nicht. Doch, zieh den. Nein. Ich glaube, da geht gar keiner mehr. Okay, ich stelle die Frage. Ich warte nicht, bis du den gezogen hast, weil jetzt wird das immer dauern, glaube ich, bis wir einen Stein finden. Ja. Auf jeden Fall, welche deiner Niederlagen war die bitterste und die würdest du am ehesten revanchieren wollen? Japan. Japan? Ja. Dieses Submission? Ja. Okay, das... Ja, ich finde diese, da war klar eigentlich für jeden, weil du hast eigentlich gewonnen und du hast diesen einen Moment zugelassen. Und dass er weißt du, warum das so bitter war? Ah. Ich habe das erste Mal in meiner Karriere im Turnier gekämpft und wir haben ja, also wir mussten mehrere Kämpfe auch an einem Tag machen. Ja. Und dann hatten wir einen Tag Pause und dann mussten wir wieder kämpfen. Mhm. Und bei uns, bei Profis, das ist nicht normal. Ja. Und in Japan waren die Regeln, wer das nicht weiß, Soccer-Kicks waren erlaubt zum Kopf. Ja. Stormkicks zum Kopf, Knie zum Kopf. Das gibt es ja in der UFC nicht oder nirgendwo. Du hast es auch hier nicht trainiert. So. Genau, und dann hast du nochmal noch höheres Verletzungsrisiko. Ich habe damals, wo ich gegen den Typen kämpfen sollte, jeder, der sich auskennt, der hat sogar gegen Rafael Dos Anjos gekämpft. Ah, okay. Welterweight und hatte über 50 Profikämpfe. Hier Champion, da Champion. Sehr, sehr, sehr erfahrener Hund. Ja. Und damals kam der Kampf im Turniermodus, haben die gelost irgendwas und dann musste ich gegen den kämpfen und ich dachte, boah, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich mir einfach nur gedacht, ich werde so hart trainieren,
bis ich ihn einfach fertig mache. Ich war fertig mit der Vorbereitung, ich bin diesen Walk-in gegangen und ich dachte, er kann mich gar nicht schlagen. Ich war wirklich so motiviert, ich war so gut drauf. Ich habe mich gefragt, wie soll der mich schlagen? Mhm. Und vorher habe ich gedacht, wie soll ich ihn schlagen? Mhm. Habe so viel trainiert, so viel Gas gegeben, bin in den Kampf gegangen. Erste Runde, tap, der konnte mir gar nichts. Ja, ja. Zweite Runde, der konnte mir gar nichts. Und ich war selber schockiert. In die dritte Runde bin ich gegangen, ich habe noch mit meiner Ecke gesprochen. So ganz locker war ich mit der. Ich war nicht mal, dass ich müde war, dass ich alles gelassen habe im Cage. Nein. Ich habe dann dritte Runde gedacht, okay, du kämpfst gleich nochmal, dann machst du so, du verdienst so. Ich war auch. Du hast schon weiter gedacht. Zu weit gedacht. Ja. Bleib bei der Sache. Ja. 15 Minuten bis zur letzten, bleib bei der Sache. Und ich habe letzte Runde schon fast, sage ich mal, geschlafen. Ja. Nächster Kampf so, ja, du verdienst so. Und gleich das war auch erste Sushi Mal, essen, ja? Ja, das war auch das erste Mal, wo ich so viel verdient habe. Ja. Ich habe ja dann den Kampf wieder Geld verdient. Dann gab es nochmal einen Bonus schon für dritten Platz. Ja. Und wenn ich da gewonnen hätte, wäre ich schon dritter Platz. Ja. Und dann nochmal zweite, dann erste 150.000 plus da 200.000. Boah, was machst du? Und das war... Wo bisschen, kaufst du dir ein Haus? Oder? Ja. Und dann auf einmal nicht aufgepasst. Und ja, ich hing in der Submission und ich dachte, was ist das? Und ich merke so, ich will raus und ja, ich kann gar nicht. Ja. Und ich will so abklopfen und ich sag so, nein. Und so dann, so ja, 2-3 Sekunden, ja, kennst du das Gefühl. Ja. Und dann, ich konnte nicht mehr, hab abgeklopft. Ich bin in die Kabine gegangen, ich habe so geweint, das glaubst du gar nicht. Ich habe so geweint wie ein kleiner Junge, weil ich habe mich so gehasst dafür. Ja. Verlieren ist keine Schande. Ja. Zum Beispiel mein letzter Kampf. Ich habe alles gelassen. Ja, ja. Wir haben einen harten Schlag gemacht. Da musst du dich nicht schämen auf jeden Fall. Er war besser an dem Tag auf jeden Fall. Er ist auch top gehandelter Kämpfer in der Gewichtsklasse. Genau, ihr werdet sehen, in ein paar Jahren wird er um den ja, Titel kämpfen oder den Titel schon haben. Ja, und aber bei dem Kampf, ich war total überlegen. Also ich war in der dritten Runde nicht mal müde. Ja. Wäre ich in der dritten Runde fertig und könnte nicht mehr und hätte dann verloren, dann hätte ich gesagt, okay, ich messe mich mit den besten Leuten der Welt. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Sauer. Ich war sehr, sehr sauer auf mich. Ja, sehr. Ich war richtig, das hat mich lange verfolgt, diese Niederlage. In Russland, also ich kenne das Sprichwort auf Russisch, was heißt Sprichwort? Man sagt so, Kampfsport ist nicht für Gainer, so, ja? Derjenige, der gähnt, so, ja, man darf nicht gähnen, während du kämpfst. Ja. Du kannst keine Sekunde ausschalten und über was anderes nachdenken, ganz über genau, Eis, das du essen willst danach und so weiter. Und den Fehler habe ich gemacht. Den Fehler hast du gemacht, ja. Und der hat mich direkt, und das war meine erste Niederlage auch. Aber das hat dich nicht so und nicht viel zurückgeworfen. Du hast trotzdem unterschrieben nach einem Kampf. Danach hast du unterschrieben bei UFC. Ja, ich habe dann einen Kampf gemacht und dann direkt unterschrieben. Ja, ich hatte halt eine lange, gute Karriere auch. Ich hatte 11 Profisiege, habe im Ausland viel gekämpft, was hier auch wenige machen. Ja. Hier zum Beispiel die Kämpfer hast du, die kämpfen viel. Mhm. Einfach hier. Ja. Der kämpft gegen den, ja, der von Köln, der gegen Düsseldorf, der gegen München, der gegen Berlin. Ihr müsst raus. Ja. Ihr müsst raus, beweist euch draußen, kämpft draußen. Draußen hast du nochmal ganz, ganz anderes Kaliber. Ich bin in Japan gewesen, dieses Saitama Super Arena. Ich kannte das nur von Fernseher, von Alistair Overeem, Fedor Emelianenko, Anderson Silva, Dan Anderson. Diese Alten von Pride. Die Videos von denen sehen irgendwie anders geil aus. Ich bin die diesen sehen Walk-in schöner aus gegangen, als die von UFC. Oder? Ich schwöre dir, ich bin diesen Walk-in gegangen, diese Bühne, und wo bist du hier? Ich konnte das nicht fassen. Und du musst lernen, damit umzugehen. Ja. Das war das erste Mal in meinem Leben, das waren 20.000 Zuschauer. Mhm. Ich war in dieser Halle, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen gesehen. Beim Fußball vielleicht. Mhm. Ich dachte, was? Und dann habe ich noch gegen einen Japaner gekämpft. Den Champion von Dub. Du musst das erstmal können. Ja. Bevor du in die UFC kommst. Warum? Weil in der UFC, du musst deine Leistung abrufen. Die 100%, die du hast, die musst du zu 110, 120% machen. Also mit dem Druck umgehen können musst du. Und wenn du das vorher nicht erlebt hast, werden deine 100% ganz schnell auf 50-60% runtergehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, und dann reicht das auch nicht. Ja. Und bei mir war das halt, ich kannte das. In Tokio war ich, habe zweimal gekämpft, dann in Indonesien gekämpft und dann erst in der UFC. Ja. Du bist dran. Ich suche, aber ich finde nicht. Ich steige auf die nächste Frage um und erinnere daran, nicht weil ich unhöflich bin,
oder nicht, weil du, die Sache nicht interessant ist, die du erzählst, aber yeah. ich will so viel wie möglich Fragen stellen und unterschiedliche so Themen angreifen, so, verstehst du? Manchmal schreibt mir jemand das in Kommentaren und dann jemand kommentiert und dann sehe ich und ich denke zu viel drüber nach. Yeah. Ich bin jemand, der generell so solche Hate-Kommentare, die man ignorieren sollte, trotzdem ist irgendwie nah ans Herz lässt, wo ich denke, ja... Versuche den zu erklären, wo ich eigentlich weniger Nerv dafür verliere. Du musst wissen, du kannst es nie jedem recht machen. Wie machst du das? Du hast ja bestimmt sehr viele Hater, die unter deinem Video... Nein, so viele habe ich nicht. Ich meine, jeder, der in irgendwas Erfolg hat, ja. hat Hater. Ja, 100%. Das ist normal. 100%. Ich weiß, es gibt vielleicht ein Labor, wo man die züchtet und in die Welt raus geht und hatet. Aber wie gehst du damit? Und den darfst du nicht, weil der obere nicht voll ist. Die Regel hast du mir nicht gesagt. Nee, ich habe gesagt, wenn die obere Reihe nicht voll ist, darfst du die ja, darunter. Stimmt, habe ich stimmt, gesagt. Das hast du gesagt. Und wie gehst du damit um, wenn jemand sich so unter deinem Video oder irgendwo so schreibt oder gibt es wirklich gar nicht? Hast du nicht diesen Kontakt gehabt mit so einem Hate? Doch, natürlich hast du immer. Ja. Ich habe wirklich von Anfang an mir ans Herz gelegt, du kannst es niemals jedem recht machen. Egal, was du machst. Egal, wie gut du bist. Egal, wie toll du bist. Egal... Guck mal, du siehst das zum Beispiel bei den Leuten, die spenden. Ja. Man sagt ja, zeig nicht, wenn deine ja. rechte Hand soll nicht sehen, was deine linke Hand. Okay, aber wenn du eine Vorbildfunktion hast, du bist eine berühmte Person oder du hast Fans, du hast Follower, du hast keine Ahnung was. Und du tust was Gutes. Ja. Warum tust du das? Deine Absicht, die zählt ja. Warum tue ich das? Ich mache das nicht, um zu zeigen, hier, guck mal, wie viel ich spende. Ja. Nein, warum mache ich das? Damit vielleicht die Follower oder die Zuschauer oder die Fans sehen und sagen, hey, wenn so einer sogar sich nicht vielleicht zu schade ist oder sogar nochmal daran denkt, zu spenden, ich mache das auch. Du animierst die. Aber dann hast du die Leute, die sagen, wenn du was Gutes tun willst, dann tu das für dich und für Gott und nicht für die anderen. Ich will halt darauf hinaus, dass egal wie du machst, Ronda Rousey, die beste Kämpferin aller Zeiten, die einzige Frau, die es damals in der UFC ins Main Event geschafft hat, die der Grund war, warum Männer MMA, Frauen MMA überhaupt geguckt haben, die hat ihre ganze Karriere jeden auseinandergepflückt. Die haben schon geredet, dass die gegen Männer kämpfen lassen wollen. Dann hat die einen Kampf verloren und du siehst die Kommentare, war klar, die ist nicht so gut, die ist nur gehypt, die ist... Und ich dachte, wie undankbar könnte er sein. Bei der Sache muss ich dir widersprechen. Sag bei Ronda Rousey. Sag mal. Das ist die einzige, ich schwöre es dir, das ist die einzige Frau, bei der ich... Bist du auch einer von den Hatern? Bei der ich froh war, dass sie K.O. gegangen ist. Warum? Ich schwöre es dir. Weil sie so arrogant war. Weil die arrogant war. Okay, aber... Ich kann es einfach nicht leiden, wenn jemand von sich was Besseres hält. Er denkt, wer bist du von der Normalen? 100%, aber rede nur von der Leistung. Von der die war ja Top-Athletin, die ist ja immer noch... Immer aber noch die kommentieren, ja, war klar, die kann dies nicht, die kann nicht striken, die kann... Die hat diesen Hate erzeugt, ich schwöre es dir. Ja. Die hat den selbst erzeugt, ich schwöre, das ist zum ersten Mal gewesen, wo ich geguckt habe, Frau geht K.O., so dieses böse K.O. gegangen und ich dachte mir, hast du verdient. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Die Misha Tate, wie die Misha Tate bei TAF behandelt hat, Alter. Ja. Die Misha Tate versucht ganze auch Zeit... Auch nach der Niederlage, genau. Die Misha Tate gibt dir die Hand und die nimmt ja, dich mal. Ja, genau, und so. Genau. Und wie sie auch gegenüber Männer stand und so, die so anbrüllte von 100%. Der anderen Mannschaft, von wegen so, komm, ich hau dich jetzt weg und so, weißt du. Das ist ein Benehmen, unabhängig davon, ob es eine Frau oder ein Mann macht, ist ein Benehmen, das ich bei einem Menschen gar nicht so verdauen kann. Ja. Wenn ich sehe, dass sich jemand für sowas, für was Besseres hält, dann kann ich ihm das nicht verzeihen. Und sie hat das immer wieder getan. Sie ist eine Profi-Kämpferin. Ist ja klar, dass du kämpfen kannst. Jeder weiß, dass du kämpfen kannst. Dass du so einige du Leute musst auch eine Vorbildfunktion genau. 100%. Und bei ihr war das so, dass ich wirklich... Ich habe zwar natürlich keinen Kommentar geschrieben, irgendwo so gut, dass sie K.O. gegangen ist oder so, aber dass sie verloren hat, das habe ich ihr gegönnt. Weil sie so arrogant war. Du bist gemein. In dem Sinne vielleicht. Wenn das jetzt falsch von mir ist, ich bin bereit, darüber zu sprechen und... vielleicht das auch zu diskutieren mit meinen Hatern. Ich habe David Zawada gezogen, sehe ich gerade. Ich auf jeden Fall habe wirklich gelernt, du kannst es nicht jedem recht machen. Ja, wenn, das stimmt. Wenn die Menschen glücklich sind, für die du das machst und weswegen du das machst, dann hast du alles richtig gemacht. Und bei mir, meine Familie ist glücklich, die sind zufrieden, die unterstützen mich, die sind happy. Meine Freunde, die auch um mich herum sind, mich unterstützen, mir helfen. Ich habe für mich dann alles richtig gemacht. Ja. Wenn die zu mir kommen, ich habe ganz, ganz enge Brüder von mir, Freunde von mir, die zu mir kommen und sagen, ey, 1, 2, 3, das war nicht richtig, mach nicht so, mach so. Ja. Dann mache ich mir Gedanken. Boah, warum hat der so gesagt? Habe ich echt so? Dann rede ich nochmal mit denen. Ja.
versuche mich zu erklären, versuche von ihm das anzunehmen. Aber wenn irgendwelche fremden Leute schreiben, diese Tastaturweltmeister, die hast du immer und überall. Also du reagierst gar nicht so, das trifft dich nicht, ne? Nein, nein, nicht. Das ist ein gutes Englisch. Zum Beispiel meine Familie konnte anfangs gar nicht gut damit umgehen. Die kannten das gar nicht, dass man einfach gehatet wird und die lieben mich und sehen dann so, ich werde gehatet. Jemand andere liebt ihn nicht. Ja, und die denken was, und dann sagen die ja so, ich sag, hör zu, merkt euch eine Sache, ich will keine Kommentare lesen, ich will keine Screenshots bekommen, weißt du, wie ich meine? Ich sage, ich will damit nichts, ich will das gar nicht wissen. Das interessiert mich gar nicht. Auch was mein Gegner vorher über mich gesagt, wie oft er mich ausknocken wird und keine. Ja. Ich will das gar nicht wissen. Ich bin fokussiert, ich bin konzentriert. Der ist zu eng, habe ich schon versucht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und meine Familie kommt damit jetzt auch natürlich besser klar. Was sind deine Hobbys? Ich liebe Reisen. Und das passt auch perfekt mit meinem Job zusammen. Glaubst du, das kann man, dein Job? Ja, mit Kämpfen. Ah, du, okay. Ja. Ich dachte, du meinst, du hast noch einen Job. Das stört das. Reisen liebe ich. Also Reisen ist kein Hobby. Keine Ahnung, spielst du Playstation? Eine Leidenschaft. Nein, ich bin kein Also Zucker. Reise liebt jeder. Es gibt sehr wenig Leute, die Reisen nicht lieben. Weißt du? Ja. Wenn die Geld hätten, würde jeder reisen. Ohne Ende. Reisen. Ja, ich esse sehr gerne. Essen ist auch kein Hobby. Ja? Aber spielst du Playstation, guckst du Filme, keine Ahnung, gehst du irgendwo in einem Club, spielst du Poker, was sind so, ja, warum lachst du? Ich meine, Poker kann man auch nicht um Geld einfach so zum Spaß spielen. Irgendwelche Hobbys hast du gar nicht, oder was? Das hört sich jetzt voll langweilig an. Nein, ich bin so gerne mit meinen Jungs, ich bin gerne mit meinen Jungs unterwegs, also wirklich. Ich shoppe sehr gerne, weiß nicht, zählt das? Es ist auch kein Hobby. Dann. Okay, dann habe ich keine Hobbys. Hast keine Hobbys. Wir müssen bisschen Netflix, bisschen Amazon Prime, so. Ich sag mal so, in deiner Freizeit guckst du gerne Filme. Ja, okay. Ja. Okay, dann kommen wir zu der nächsten Frage. 5 Lieblingsfilme, du kannst es auch mit Serien abmischen. How to Get Away with Murder, auf Netflix, eine Bombenserie. Mhm. Prison Break, Hammer. Erste Staffel. Ich sage immer, erste Staffel, phänomenal. So ein, zwei kannst du noch mitnehmen und dann weißt du, geht nur noch um Geld. Mhm. Ziehen das zu lange, das hundertprozentig. Haus des Geldes war auch... Haus des Geldes, gut. Casa de Papel war auch super. Okay, sag ich. So, Anfang fand ich schon cool. Ja. Du denkst so, Banküberfall, okay, gab's schon 1000 Mal. Also aber dann diese Idee... Wenn Naivität da reinkommt und unrealistische zu viel wird, dann verliere ich Interesse an deswegen mag ich zum Beispiel diese Fast and the Furious und so, diese Filme nicht. Die fliegen mit Autos von Hubschraubern. Die ganzen Leute warten, bis die im Kino rauskommen. Diese Memes, Fast and Furious fängt an und Physik wird ausgemacht. So, weißt du? Ja. Wir haben 3 Stück jetzt, ne? 3 haben wir doch. 3 haben wir, Was habe ich noch gesehen? Was war noch super gut? Power auf Amazon. Kennst du? Power ist, geht um einen heftigen Geschäftsmann, auch sehr, sehr großer Drogendealer. Kenn ich gar nicht. Aber automatisch auch. Nein, warte. Also, aber Geschäftsmann und Drogen. Ja, genau. Okay. Und der dann halt irgendwann aussteigen will, dann kommt er nicht so raus. Also, die zeigen schon ein bisschen voll der Arme, ja. Und Nummer 5, was haben wir Nummer 5? Weiß ich nicht, sag du mal was. Das ist eine sehr schwierige Frage, für mich auch. Ja, so 5 Stück, so spontan. Irgendein Film, kannst auch Zeichentrick dazu nehmen. Film? Du magst bestimmt so Lion King oder so. Nein, ich mag Dragon Ball war. Dragon Ball. Ich wollte wegen Animes auch fragen. Nenn 3 Animes jetzt. Also Dragon Ball war für mich das Beste. Dragon Ball? Also wo ich noch ganz klein war, Pokémon. Pokémon? Und Digimon. Okay, das ist, weil du klein warst. Also, ja, aber so Naruto und sowas habe ich nie gesehen. Nein. Krass. Dabei find ich, Naruto ist das Beste. Viele. Naruto oder was gab's noch? Hier, das Bleach und so, solche Sachen. Ja, One Piece. One Piece, so habe ich auch nie... Wenn man bei Naruto die Filler-Episode rausnehmen würde, also die Episoden, die einfach so einfach da irgendeiner... reingetan hatte, der um halt das auszudämmen, irgendwelche Nebengeschichten ausgefunden, die nicht in der Manga standen. Ja. Wenn man die viele
Episode rausnehmen würde, einfach ideales Anime, einfach so geil, Naruto. Ja. Aber heutzutage guckst du keine oder wie ist das? Ne. Ja, ne? Hast du als Kind geguckt? Ja. Als Kind habe ich geguckt. Ja, ich auch. Aber jetzt, ne, ich gucke keine. Ich bin, glaube ich, auch der einzige Mensch auf der Welt, der Dingens nicht geguckt hat. Wie heißt die Serie nochmal mit diesen 100.000 Folgen? One Piece? Nein, ne, kein Anime. Game of Thrones? Ja. Hast du nicht geguckt? Ne. Die hat nicht 100.000 Folgen. Fast. Ne, also das ist schon ein großer Fehler von dir. Da redet ein Game of Thrones Fan auf jeden Fall. Wenn man die letzte Staffel rausnimmt, ich sage immer, dafür muss jemand ins Knast. Ja, aber du kannst nicht rausnehmen. Du willst immer ein bisschen rausnehmen und reintun. Das geht nicht. Ich habe wegen der ersten Staffel von Game of Thrones angefangen, die Bücher zu lesen dazu. Die Bücher sind einfach genial. Ja. Der Typ ist einfach ein Genie, dass er sich so eine Welt ausgedacht hat und so durchdacht, das ist krass. Aber die letzte Staffel, die hat alles kaputt gemacht. Der hat aus einem Meisterwerk ein so mittelmäßiges Stück. Ja, die übertreiben immer. Ja, die übertreiben immer. Die machen zu viel. Du musst es gucken. Schau die erste Staffel an, dann reden wir darüber. Die ist unnormal gut. Die Serie ist schon sehr gut. Bis letzte Staffel. Vielleicht fange ich auch irgendwann mal an. Mach das. Hat schon mal jemand geschafft, so viel, so richtig gut. Irgendwie fragt das jeder, aber das ist so Mittelmaß. Ehrlich? Ist okay. Ja. Ich hoffe, deine Kampfkünste sind besser. Gewinn mal erstmal, dann reden wir weiter. Schauen wir mal gleich. Guck mal, ein Buch, das du weiterempfehlen würdest. Hast du noch nie ein Buch gelesen, oder? Doch, ich habe Bushidos Buch gelesen, wenn du es genau wissen willst. Aha. Ich habe damals das Buch von Bushido gelesen und das hat mir wirklich gut gefallen. Es soll sehr viel gelogen sein. Jetzt kommt sehr viel raus. Das weiß ich nicht. Soweit habe ich mich damit nicht befasst. Ich war noch jung. Und ich fand damals das interessant, wie er erzählt hat, dass er was schaffen wollte, dann in das Café gegangen ist, Arafat getroffen hat, der gehört hat, es gibt einen Arafat, der kann ihm helfen. Ich fand das interessant. Ich fand den auch sehr interessant, habe ich von Anfang bis zum Ende mit Interesse geguckt. Mhm. Aber es soll wirklich viel falsch erzählt worden sein. Aber egal, nehmen wir, das Buch hat dir gefallen. Ja. Nehmen wir als Antwort. Gibt es eine Sache im Leben, wo du sagst, ach, hätte ich das lieber früher gewusst? Dass Corona so lange geht. Ja, das ist das Erste, woran du denkst bei dieser Frage. Ja? Also jetzt gerade so. So ist eine Sache, wo du denkst, ach, hätte ich damals es besser gewusst. Dass Corona so lange... Vielleicht über manche Menschen manchmal so... Wenn man die anders, also falsch eingeschätzt hat. Das haben schon viele. Das machen wir mal nicht, Leute. Ja, dass man vielleicht jetzt denkt, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich meine Zeit nicht verschwendet oder sowas vielleicht. Mhm. Welchen Gedanken würdest du jedem auf der Welt gleichzeitig in den Kopf setzen? Mit Egoismus kommt man nicht weit. Also wirklich versuch, also wirklich glaub an deine Ziele, glaub an deine Träume, mach, tu alles, aber niemals auf Kosten von anderer. Niemals, dass man wirklich glaubt, du bekommst das nicht zurück im Leben. Dass man wirklich glaubt, wenn man in dem Moment was durchgezogen hat, wenn man in dem Moment was gemacht hat, dass man denkt, okay, ich bin durch damit. Mhm. Das kommt wieder zurück. Wenn nicht von der Person oder nicht in der Art und Weise, es kommt 100 Millionen % zurück. Damit sollte man immer rechnen. Also sauber bleiben einfach. Ja. Gibt es einen Punkt in deinem Leben, in deinen Zielen, wo du sagst, wenn ich das erreiche, dann höre ich auf? Mit Kämpfen? Generell. Aber es geht um Kämpfen, glaube ich, hauptsächlich. Das ist ja dein Lebensstil. Aber ja, würde ich sagen. Irgendwas so, wo du hin willst, wo du sagst, boah, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich mein größtes Ziel erreicht. Also für mich war immer sehr, sehr wichtig, Familie gründen. Du hast jetzt vor kurzem geheiratet mit mir. Ja, genau. Informationen an Frauen, die ihn anschreiben auf Instagram. und ja, Familie gründen, also heiraten, Kinder kriegen, karrieretechnisch erfolgreich sein, so wie in der UFC. Mein größter Traum war es halt, in die UFC zu kommen.
der nächste Traum ist, den UFC-Gürtel zu bekommen. Mhm. Und ich will wirklich, also das ist wirklich mein Traum, dass ich irgendwann in eine Position komme, wo ich wirklich aktiv was Gutes tun kann. Wo ich wirklich aktiv, zum Beispiel, oh, der wackelt aber, wo ich wirklich, zum Beispiel Habib ist wirklich in einer Position gekommen, er kann was bewirken. Ja. Und nicht nur in Dagestan oder auf der Welt. Ja. Der kann was bewirken. Und so eine Position. Ja, und versucht auch. Genau, und das fände ich schon sehr, sehr schön. Wenn man wirklich was erreicht und anderen wirklich was davon mitgeben kann. Du willst erreichen, um dann davon der Welt viel abzugeben. Ja. Habe ich das richtig formuliert? Ja. Das würde ich sehr, sehr gerne. Mhm. Also ich finde das ein sehr, sehr befriedigendes, sehr, sehr schönes Gefühl. Also wenn ich das im kleinen Stil, sage ich mal, vergleichen kann, wenn du, keine Ahnung, jetzt deiner Familie was zurückgibst oder deinen engsten Freunden oder Frau oder Kinder oder kein... Das Gefühl schon, du bist so glücklich, du bist... Und ich, wenn ich mir vorstelle, wenn immer mehr und mehr, das ist Hammer. Mhm. Du bist dran. Ich weiß. Also ich muss zugeben, ich bin besser, als ich gedacht hätte. Sagen auch viele. Ja? Scheiße. Ich schwör's, ich wiederhole. Und dann fällt das um, ne? Was ist los? Und du sagst, du hast keine Interviews geguckt von uns. Jetzt, wärst du jetzt 10 Jahre älter und mit 10 Millionen Euro auf dem Konto, oder wärst du 10 Jahre jünger und mit dem Wissen, was du jetzt hast? 10 Jahre älter und 10 Millionen auf dem Konto, ist schon gut. Ja? Ja, reicht, dann bin ich immer noch jung. Deine Welt. Ich bin immer noch jung, habe gutes Geld und kann weiter Gas geben mit dem, was ich vorhabe. Guck mal jetzt, okay, ich will das nicht auflösen. Soll ich auflösen? Soll ich meine Sicht der Dinge erzählen? Nein. Doch, erzähl. Wenn du aber 10 Jahre jünger bist und das Wissen hast, was du jetzt hast, kannst du so vieles tun, du kannst viel mehr verdienen. Ja, das glauben die Leute. Aber was willst du denn ändern? Schau mal, du weißt auf einmal dann, in welchem, zum Beispiel, in welchem Kampf wer gewonnen hat bei UFC, weißt du auf einmal. Nein, warte. Das ist anders formuliert. Aber das musst du selber... Was du meinst, also wie ich die Frage verstanden habe, mit dem Wissen von heute, bedeutet zum Beispiel, dass du weißt, ey, in 8 Jahren wird Corona auftreten, es wird eine Pandemie geben. Zum Beispiel, damit kann man auch viel spielen. Okay. Hättest du vorher Masken eingekauft zum Beispiel. Aber dann musst du auch in eine bestimmte Milliarden Position kommen und so. Ja, aber egal, ich bin zufrieden mit 10 Millionen. Okay, gut. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, zum Beispiel, stell dir vor, so einer deiner Sponsoren, der dich unterstützt, sagt, guck mal, Halid, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, dass du jetzt weitermachst und so weiter. Unnötig, ich habe so viel Geld, guck mal, hier, ich gebe dir 15 Millionen, hör auf damit und bleib zu Hause. Würdest du machen? Guck mal, lass uns ganz offen und ehrlich reden. Mhm. Lass nicht wegen Kamera, wegen irgendwas. Ja. Jeder würde sagen, nein, niemals, niemals. Ja. Mein größter Traum... Würde nicht jeder sagen. Ist das, was ich gerade lebe. Ja. Mein größter Traum ist, in die UFC zu kommen, was zu erreichen, den Menschen was mitzugeben und. Nicht wegen Geld. Mhm. Was Geld dazu kommt, ist schön. Ja. Ist nochmal diese Kirsche obendrauf. Ja. Ich weiß nicht, wenn so ein Angebot kommt. 15 Millionen sind 15 Millionen. Damit habe ich mich abgesichert, meine Familie abgesichert, meine Kinder abgesichert. Das ist ein Argument. Vielleicht sage ich auch einfach, weißt du was? Ja. Alhamdulillah, reicht. Oder ich sage einfach, nein, ich nehme das Geld nicht an, weil das Geld alleine reicht mir nicht, um was zu bewirken. Weil mein Traum ist es eigentlich, an eine Position zu kommen, womit ich was bewirken kann. Und da reicht Geld alleine nicht. Aber das eine ist unsicher. Das musst du noch... Da ist deswegen sage ich ja... Viele Situationen und Glück verbunden. Ja, deswegen sage ich ja, das ist schwer zu beantworten, wenn das Angebot wirklich nicht auf dem Tisch liegt. Mhm. Wenn du das Geld nicht siehst, So kann ich das nicht umsetzen, tut mir leid. Noch nicht. Schade, ich dachte, vielleicht kommst du da. Noch nicht, aber... Aber weißt du, wie ich meine? Ja. Aber hauptsächlich würde ich es also normalerweise nicht machen, weil ich ja wirklich in eine Position kommen will, wo ich wirklich was bewirken kann, wo ich wirklich was erreichen kann. Und wie gesagt, Geld alleine reicht da nicht. Ja. Aber... Man weiß halt nie. Leute haben schon für weniger ihre Träume aufgegeben. Ja. Ne? Ja. Und ihre Freiheit auch geopfert. Ja. Boah, ja. Der sitzt richtig fest, diese Ecke. Hey, siehst du, wie das wackelt? Mhm. Aber der ist schon raus. Aber der sitzt da fest. So eine heikle Frage habe ich das vorbereitet für dich. Yusuf. Sag mal. Sulim. Selin Youssef, Regisseur,
Hättest du uns geguckt, wüsstest du, wer das ist. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht 100 Dings habe. Du hast doch keine Hobbys. Doch, habe ich, aber die hast du nicht akzeptiert. Ja, nein, das sind keine Hobbys. Du hast doch keine Hobbys. Mach dir unser Kanal an und schau alles durch. Mehrmals. Mach und kommentier und like alles. Werde ich machen. Was würdest du wählen? Eine Welt, in der jeder gleiche Religion hat? Eine Welt, in der gar keiner eine Religion hat? Oder eine Welt, in der jeder seine Religion hat und den anderen, die nicht aufdrückt und seine eigene Religion lebt? Die drei Optionen hast du. Du stellst eine knifflige Frage. Ja, schon. Weißt du, die anderen Fragen, die stellt dir auch ein anderer. Ich will so solche Sachen. Ich will, dass du nachdenkst über Sachen. Guck mal, wir müssen ja. Also ich finde, dass was wichtig ist, das musst du, glaube ich, auch nochmal so zeigen. Das, was wir antworten, wie hast du das denn gemacht? Jahrelang ist Erfahrung. Ja. Deine Gäste, die müssen ehrlich antworten. Also nicht einfach nur wegen Kamera. Deswegen heißen wir auch Wahrheit sein Vater. Ja, ne? Wir wollen das, was okay. Du denkst, was du fühlst. Egal, okay. Egal was du jetzt... Eine Welt mit... der gleichen Religion. Alle haben gleiche Religion. Okay. Ja. Es gibt nur noch einen einzigen, zwei Steine, die ich eigentlich bewegen könnte. Mhm. Meine Fragen werden auch immer weniger. Ja. Du hast schon zweimal bei USA unterschrieben, ne? Also ich habe einen neuen Vertrag. Du hast jetzt einen neuen Vertrag. Ja. Ist der deutlich gestiegen im Vergleich zum ersten? Ja. Ja? Ja. Und darfst du verraten, wie viel das ist? Nein. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ist so viel? Ist mehr, als ich erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil die haben, ich glaube, die haben gesehen, wie du halt, du hast ja jetzt so gesehen, hast du einen No-Contest. Ja. Hast du zwei Verluste. Mhm. Einen Sieg. Ja. Bei UFC. Ja. Aber damit, die haben gesehen, dass ich eigentlich damit kriegt man eigentlich nicht einen besseren Vertrag. Aber du hast einen besseren Vertrag gekriegt, wo die eigentlich jetzt Leute am kürzen sind, weil die sehen, dass manche hätten gar keinen bekommen und wären gekündigt worden. Weil die sehen, dass du kämpfst und wie du kämpfst. Genau, und dass ich jeden Kampf nehme. Ja. Guck mal, mein letzter Gegner, eine Woche vorher hat mein Manager mich angerufen. Ja. Ich wollte am nächsten Tag fliegen, der hat mich angerufen, 1, 2, 3 ist passiert, was machen wir? Und der Gegner, den ich gekämpft habe, der kämpft jetzt gegen die damalige Nummer 2. Wenn er das Ding gewinnt, kann der um Titel kämpfen. Also das war ein Step von hier bis nach da. Ja. Also von meinem Gegner, den ich eigentlich kämpfen sollte. Und dann und ich habe das Ding trotzdem gemacht. Ich habe trotzdem 15 Minuten mit denen gekämpft, Fight of the Night gemacht. Also die haben wirklich gesehen, Potenzial ist da, Herz ist da, Wille ist da. Ich bin da. Ich ziehe nicht zurück oder sage, nein, der ist zu weit, der ist zu gut, der hat zu viele Kämpfe, ist zu erfahren. Ich mache einfach. Ja. Und ich glaube, das haben die dann auch zu schätzen gewusst. So ungefähr, sagen wir mal so, wenn wir so rechnen, mit einer Gage, die du pro Kampf bekommst, würdest du dir einen neuen BMW kaufen können? Ja. Wenn du keine Steuer dafür abgeben würdest und so weiter, würdest du ein neues BMW 5er kaufen können, ja? Ja. Ja? Ja. Okay. Nicht schlecht. Okay, ne? Wie viele Kämpfer hast du das? 4 neue Kämpfer. 4 neue. Nicht schlecht. Kann man machen. Auf jeden Fall, ne? wer ist dein Manager? Langsam ist Ali Abdelaziz. Ah, okay. Der ist auch sehr gut. Ah, okay, das liegt auch daran. Der hat sehr gute Connections da drin. Der ist der Kopf. Ja, ja. Der ist, mashallah, also wirklich ein super, super Manager. Mhm. Der hat, der weiß, wie das funktioniert. Wie viel Prozent nimmt er von dir? Von deinen Gagen verdient? Darf man sowas sagen? Hat schon jemand gesagt? War schon jemand bei dir, der bei Ali war? Ist das nicht offiziell? Nee, ist nicht offiziell. Nee? Ihr habt keinen Vertrag? Doch. Doch? Aber es ist nicht veröffentlicht. Mhm. Also normalerweise, zum Beispiel in... Der nimmt weniger als andere Manager. Ja, also im Kino ist das, im Kino-Business ist es üblich so, dass die Agenturen so 15, 20 nehmen. Ja. Ist normal, ist anständig, 15, 20. Es gibt Leute, die wollen 25, 30 auch. Anständig ist aber bei das uns ist schon, das auch. Ja. Und es gibt bei Model, im Modelgeschäft gibt es sogar Agenturen, die haben sehr viel zu sagen, die nehmen so über 30, 40. Ja, aber das ist schon asozial. Ja. Also wenn du das sagst, dass das asozial ist, dann ist das auf jeden Fall weniger bei dir. 100%, ja. Der ist sehr, sehr human. Ja, der ist habe ich auch gehört, dass er in dem Sinne auch gar nicht sehr so großzügig, sehr billig ist. So, weißt du? Nein, der zählt auch nicht die Cent, macht keinen Stress, macht keinen Druck, macht... Total entspannt. Mhm. Also wirklich, also ich muss wirklich zugeben, der hat
sehr, sehr oft auf sein Geld auch verzichtet. Mhm. Und das war nicht wenig Geld. Ja. Wo der einfach gesagt hat, behalte das, ich will, dass du gut trainierst, ja, nimm das für deine Vorbereitung. Ja. Und wir reden von einigen Tausenden, ja, Dollar, verstehst, ja, du? Ja. Wo er auch einfach hätte sagen können, so, ja, natürlich, überweis. Ja. Ich habe andere Manager gehabt, die haben mir Rechnung für 20 Euro geschickt. Und das ist kein Spaß. Wir nehmen keinen Namen, aber wir wissen, wer das war. Ja, und verstehst du? Ja. Wo ich selber sage, nein, ich schicke dir das Geld. Er sagt, nein, nimm das für deine Vorbereitung. Ich bin zufrieden, ich bin stolz, ich brauche das nicht. Nimm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und das ist so, was ich extrem zu schätzen weiß auch. Okay, mit nächster Frage wartet, bis du den Stein gezogen hast. Das wird nicht klappen, aber okay. Könnte klappen, das sind noch drei, die da liegen. Ja. Hast du das gesehen? Was war? Ich glaube, der kam in meine Richtung, der Ton. Aber sei ehrlich, warte bis jetzt. Jetzt bin ich schon gut, ne? Ist okay. Wie ist okay? Vor halbe Stunde war okay. Du. Du langsam näherst du dich an die Tops. Bin ich schon Top 10? Top 10, ja, auf jeden Fall. Top 5? Top 5 sogar, weil wir haben vier Reihen rausgenommen. Okay, nach diesem Stein bin ich Top 3, okay? Sag ich mal, diese Reihe und noch eine Reihe voll, dann bist du, bist du vielleicht, da gebe ich dir sogar Nummer 1 mal hier oder was? Bei einem, ich glaube bei Max Schmidt ist das sehr, sehr groß geworden. Wir hatten, ja? zwar vier. Ja, okay, der ist mein Trainer, vielleicht zählt das. Akzeptierst du, ne? Aber wir hatten vier Reihen mehr da in diesem Spiel und das ist aber auch richtig groß geworden. Oh. Und der hat gewonnen. Ja, wie oft hast du schon verloren? Ich habe ja nachgegeben, weil der Trainer ist. Wie oft hast du schon verloren? Ich glaube 4 oder 5 Mal. Ehrlich? Ja, ist fast wieder ein MMA-Rekord. Was? Du hast 3 Mal verloren. Ey, bring mich nicht zum Lachen, bitte. Du hast 3 Mal verloren. Ja, aber erwähnt doch auch, wie oft ich gewonnen habe. Ja, komm jetzt. Du bist schon eitel, ne? Nein. Hast du diese narzisstische Art, also von wegen ich hier so, wow. Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Guckst du dich im Spiegel an und denkst so, ey, wir haben mehr über meine Niederlagen als über meine Siege gesprochen. Das ist der Moment, wo man dich am besten sieht. Dass du Sieger bist, dass du bei UFC kämpfst, habe ich ja auch erwähnt. Nicht schlecht. Okay, du bist du Beste. Guck mal. Wie du mit Sieg umgehst, du hast gewonnen, oh cool, oh du hast gewonnen, Halit, ich nenne die ganze Zeit Tarek, weil am Anfang Tarek gesagt haben, Halit, du bist so cool, du hast so und so viel oft gewonnen und so weiter, ich bin nicht dafür da, ja? ich will dich kennenlernen, ich will dich hier nicht irgendwie feiern, so, ja? 100%. Wobei, wenn ich dich nicht... Aber meine Niederlagen waren ehrlich interessant, also... Waren schöne Niederlagen. Wie du mit Niederlagen umgehst und so weiter, das ist ja interessant. Wir haben auch über deine Siege gesprochen. Was willst du mir vor? Wir haben auch über deine Siege gesprochen. Der geht richtig drauf ein. Siehst du, das meine ich mit Kommentaren. So, genauso, wenn jemand mir so einen Kommentar schreibt, denke ich so. Du gehst sofort drauf ein. Das ist ja nicht konstruktiv, denke ich mir so. Wo bist du? Lass dich finden. So. Aber ich mach Spaß. Reden wir über deine Siege. Nein, da ist nicht... Ich mach Spaß. Also ich glaube ehrlich so... Du bist einer der wenigen, die aus Deutschland unterschrieben wurden bei UFC, ja, und tatsächlich dahin gehören. Dankeschön. Verstehst du? Und jetzt eine andere Frage. 5 Kämpfer deiner Meinung nach aus Deutschland, die nicht bei UFC sind, aber längst dahin gehören. Abus Magomedov. Mhm. Salam alaikum. Also für mich gehört Abus auf jeden Fall dahin. Hm? Das schaffst du nicht, Bruder. Daniel Weiche. Hm? Fünf ist schon viel. Ja, ja. Ich will dir Raum lassen. Was findest du, 5 gibt es nicht, die... Nein, ehrlich gesagt, nein. Nur diese 2? Wir haben, also das ist so traurig, das auch klingt, aber wir haben, finde ich, nicht sehr viel Potenzial in Deutschland. Okay, und nimm noch einen dann. Boah, ich habe jetzt mir bestimmt richtig viele Hater gemacht mit der Aussage. Ja, bestimmt. Willst du doch 5 haben? Nein, 5 ist schon viel. Nummer 3 wäre dann Nummer 3. Wen haben wir denn hier? Hast du jemanden ausgelassen, weil du mit dem so privat nicht gut bist? Nee. Hast du jemanden im Kopf? Ja.
Finde. Ja, du musst schon selbst gucken. Roberto Soldic. Mhm. Ja, den finde ich sehr, sehr gut. Roberto Soldic auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, drei haben wir. Ja, reicht doch. Ja, reicht. Ich muss jetzt einen Stein finden. Findest du nicht mehr. Du willst den auch verlieren. Da gibt es einige Tricks, die man noch... Au! Aber, ja. Die Tricks sind vorbei, mein Freund, glaub mir. Was versuchst du denn da? Hä, das ergibt doch gar keinen Sinn, was du da versuchst. Den einen in die Mitte schieben und den anderen raus, den Druck auf den aufbauen und den anderen rausnehmen. Das hast du gar nicht gesagt, dass man mit verschieben darf und so. Doch, wenn du einen, wenn du dabei nur einen anfasst, wenn einen. Wie verschiebst du denn einen, wenn du einen anderen rausziehst und nur einen anfasst? Ich mach das ja nicht gleichzeitig. Guck mal, ich hab das schon mal in der Sendung gemacht. Du nimmst einen, fasst und schiebst den in die Mitte. Okay. Wenn du es langsam machst, wird. Okay, mach mal. Die ganze Zeit. Nee, hierbei merke ich, sehe ich, es lässt sich auch nicht bei jedem machen. Mhm. Ja, wie findest du meine Dreierauswahl? Finde ich gut. Also, die würde ich auch auswählen. Ja, ne? Mhm. Ich würde aber noch Long hinzufügen. Ah, hast du Long gemeint? Ja, ich habe Long gemeint. Ja, Long hat Long und ACA? ACA, ne? ACA, ja. Ja, der hat. Ja, das Problem halt ist nicht von seiner Leistung her, mhm. sondern von dem Karriereverlauf. Mhm. Du hast ja dieses, das stimmt zwar nicht immer, man mhm. sagt so, du brauchst eine Siegesserie und du musst den und du den. Hast ja selber nur mit einem Sieg genau. unterschrieben, Serie, verstehst du? Ich hatte aber dann zum Beispiel eine Elva-Serie vorher, wo ich auch im Ausland... Der hatte auch lange nicht verloren, der hat jetzt zwei Siege nacheinander wieder. Ja, aber der hatte... In der Top-Liga, die ACA, viele denken... Aber weißt du, was das Problem ist? Ja. Also sehe ich so, ich habe keine Ahnung, ja. ich bin kein Manager. Ja. Der ist in einer heftigen Liga. Ja, genau das meine ich. Und, aber was? Aber guck mal, ja. in seiner Liga, ne? Ja. Wie viele gibt es über ihn? Weil, eine Sache, die Leute, die über ihn sind, aus Kaukasus, Nordkaukasus kommen und er ich bei denen ja, oft abgesagt hat, weil er nicht kämpfen wollte gegen die. Man hat ihm Top 5 vorgeschlagen. Aber dann bist du in der falschen Liga. Das von Anfang an haben ihm Leute gesagt, geh nicht da rein, weil das ist eine starke Liga. Das sind ja 90% Kaukasen ja. und 10% Brasilianer. So ist also Brasilianer... du kannst ja nicht die ganze Zeit... Und das Problem ist auch, du musst ja aktiv sein, du musst kämpfen... Wenn du die ganze Zeit auch absagst, du verpasst ja die Chance. Nehmen wir und, so. Und wenn du das so sehen willst, dann kann man auch vielleicht denken, okay, in seiner Liga, wo er ist, ja. gibt es immer noch Leute, die über ihn sind und mhm. nicht in der UFC unterschrieben haben. Warum sollen wir den unter... So, verstehst du, was ich meine? Vielleicht guckt jemand von außen, ein Matchmaker oder so, und sagt, beweist dich in deiner Liga? Ja. Hast du da sozusagen alles aufgeräumt? Ja. Jetzt gehörst du zu uns. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber ohne drüber jetzt zu sagen, in der Art, wie sein Rekord aussieht. Ja. Du hast ja mit ihm trainiert, du kennst ja. ihn ja. ja. Verstehst du? Ihr seid jetzt nicht mehr so wie früher, wie so dicke, aber du weißt ja, wie der ist. Ja. Das, du und, okay, sein letzter, sagen wir ein paar Jahre, sind nicht so verlaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Guck mal, du fragst von Leistung her mhm. oder fragst, von, wer dahin gehört von realistisch, von karrieretechnisch, von... Nicht so als Manager. Nein, also von der Leistung her ja. fand ich ihn immer super gut. Ja. Also der war mein Haupttrainingspartner. Ich habe das erste Mal, sage ich mal, richtig gerungen, wo ich überhaupt mit ihm trainiert, oder das erste Mal einen richtigen Ringer kennengelernt, war er. Hm. Also im MMA. Von der Leistung her, also der kann ganz, ganz sicher... du machst dich nervös. Der kann ganz, ganz sicher in der UFC einige Leute schlagen. Mhm. Ich fand aber persönlich, mhm. hat er den falschen Weg eingeschlagen. Und ich glaube, damals, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ich rede einfach nur von meiner Meinung. Ich ja. glaube, er hat das damals wegen dem Geld gemacht, weil ACA wirklich gut bezahlt hat. Ja. ACA hat damals bezahlt wie kein anderer. Du hast gedacht, woher, wie, was. Aber wenn du von Anfang an den Charakter hast und die Eigenschaft hast, das ist mein Bruder, ich kämpfe nicht gegen den, das ist mein Landsmann, ich kämpfe nicht gegen, dann bist du in der falschen Liga. Ich kann nicht im Libanon unterschreiben und sagen, ich kämpfe nicht gegen Libanesen. Mhm. Okay, wie viele Kämpfe soll ich machen?
wenn du 2-3 Kämpfe machen willst und nach Hause gehen willst, okay, aber wenn du es zu etwas Großes schaffen willst, sei es in deiner Liga, sei es in der UFC, sei es sonst wo, ja, was passiert? Du musst diese Leute kämpfen. Und seine Leute, die Kaukasen, sind dort die Besten nun mal. Ja. Du musst diese Leute kämpfen. Und noch eine Sache zu klären. Diese ACE-Liga und Bellator, man denkt so, das wäre bei Kämpfern wäre ein Unterschied. Sowas. Wenn du Top von alle drei Ligen liebst, Tops nimmst von alle drei Ligen und gegeneinander Kämpfer lässt, ich bin mir nicht sicher, was da jetzt, ob da so eine klare Antwort rauskommt. Es gibt nur ein paar Unterschiede. Zum Beispiel auch mit den Dopingkontrollen. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das stimmt. Aber es gibt hundertprozentig Kämpfer bei Bellator, die Kämpfer in der UFC schlagen, Kämpfer bei ACA, die Kämpfer bei Bellator. Der Peter Jan. Peter Jan. Sabit Magomed Sharipov. Sabit. Die sind guck mal, die sind nicht einfach ACA von ACA gekommen. Die sind von ACA gekommen und haben in der UFC aufgeräumt. Ja. Verstehst du was? Aber ja, die haben auch alles gekämpft. Sabit hat auch gegen seine Landsleute gekämpft. Ja. Verstehst du, was ich meine? Oder gegen Kaukasen. Also, du musst halt Abstriche machen. Da bin ich bei dir. Ich fand auch, dass es... Und ich finde, meine persönliche Meinung, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt ein Management? Ich glaube nicht. Das war sein Problem. Und das war ganz, ganz lange... Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber früher schon, das war ganz lange das Problem. Du kannst selber nicht alles managen. Ja, ja. Kannst du nicht. Du bist ein Manager, ist ein gewisses Charakter auch. Du, genau. Wenn du für dich redest, redest du so, aber wenn du für Kämpfer so geschäftlich angehst, redest du auch anders. Ich schwöre es dir, sein Freundeskreis hat ihm das immer auch alles gesagt und so weiter. Aber es kam halt so, das Leben ist halt so. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass er bei UFC unterschreibt. Guck mal, Abus zum Beispiel. Warum sage ich Abus? Mhm. Abus hat bei PFL sofort gegen Dagestaner gekämpft. Ich weiß sogar aus. Es ging um 1 Million und die haben sich auch geeinigt. Okay, wir beide wollen diese Million und wir kämpfen. Okay, aber guck mal, du redest jetzt von Geld. Wir reden von einem lebenslangen Traum. Du kannst dir das doch nicht in die Quere stellen für. Okay, du hast Prinzipien gehen vor. Mhm. Aber wenn ich diese Prinzipien habe, dann warum unterschreibst du nicht bei Bellator, bei Ryzen, bei Brave, bei UAE? Es gibt doch andere Organisationen. Ich glaube, wenn man ihn jetzt nochmal, wenn ich die Frage stellen würde, dem Lom, was würdest du anders machen, würde er, glaube ich, jetzt auch was anders machen. Ich glaube nicht, dass er das gedacht hat. Guck mal, ich erkläre dir das. Mhm. Bei mir, Ali Abdelaziz. Ja. Die Hälfte der UFC gehört ihm. Ich sollte kämpfen gegen Said Nurmagomedov. Ja. Das wusste auch niemand. Mhm. Ich sollte gegen Said kämpfen und ich habe mich nicht gut gefühlt. Warum? Said, der erste, mit dem ich gesprochen habe, ich hatte mit einem Kollegen telefoniert, da habe ich mit Bekan telefoniert. Mit Merbek Taysumov. Also, okay. Er sagt, ja, und Bruder, wann kämpfst du und gegen wen kämpfst du? Ich sage, ich kämpfe inshallah bald, aber wird dir nicht gefallen. Er sagt, warum, gegen wen kämpfst du? Ich sage, gegen Said. Er sagt, nein. Er sagt, warum? Und oh, so, guck mal, was passiert. Ja. Wir kämpfen. Wir spielen nicht, wir kämpfen. Ja. Wir verletzen uns. Ja. Seine Brüder, seine Trainingspartner, wir sind ein Team. Ja. Sein Manager ist mein Manager. Ja. Seine Freunde, Cousins sind meine Freunde, meine Cousins. Das passt nicht. Ja. So, wir kämpfen. Ja. Zum Beispiel, ich habe gegen einen gekämpft, ich hatte einen Highlight-Knockout. Ja. Stell dir mal vor, ich knocke Said aus oder Said knockt mich aus. Du kannst nicht mal mit ruhigem Gewissen dieses Video posten. Wenn ich gegen ihn gekämpft hätte. Du kannst auch nicht richtig feiern. So. Du kannst nicht. Yeah. Du kannst nicht. Und deswegen habe ich damals gesagt, marketingtechnisch ist der Kampf Müll. Yeah. Für mich Müll. Also wir sind ein Team, wir sind ein Management. Ich bin mit Khabib, mit Taysom, wir sind alle zusammen. Auf einmal kämpfen wir gegeneinander. Auf einmal sind wir auf gegnerische. Yeah. Und danach, es geht was kaputt. Wenn das ein so normaler Kampf, 15 Minuten wird, keiner hat sich verletzt, ist okay, man schüttelt sich die Hände, man umarmt sich. Aber wenn jemand K.O. geht, was passiert? Die Leute posten, die Leute markieren dich. Du kannst nicht mal mehr eine Story teilen, weil du ein schlechtes Gefühl hast wegen deinem Bruder. Das verstehe ich. Dein Management, du machst dir deine Karriere kaputt. Aber wenn es um eine, ich will sofort die Frage beantworten, dass in den Kommentar kommen wird, ja, dann müsst ihr nicht gar nicht kämpfen, dann kann man nicht rausfinden, wer der Beste ist und so weiter. Aber wenn es um einen Titel gehen würde, wenn es, du wärst der Prätendent und er wäre der Champion, dann würdest du schon kämpfen, oder? Guck mal, darauf will ich jetzt hinaus. Ja. Dann habe ich zu Ali gesagt, ich sag Ali, du bist mein Manager, du sitzt mit Dana White, du sitzt mit Sean Shelby, du weißt, was Sache ist. Ja. Ich sage dir, ich mag diesen Kampf nicht. Ja. Strategisch
Von meinem Bruder her, von meinem Trainingsmann, ich mag den Kampf nicht. Mhm. Ali, sollen wir, willst du, das ist dein Mann, willst du, dass ich gegen ihn kämpfe? Mhm. Sag nicht, also bring nicht raus später. Ja. Khalid Taha hat den Kampf gefordert. Khalid wollte gegen Said Nurmagomedov. Ich sage nein. Ja. Will er gegen mich kämpfen? Steht dieser Kampf? Ich sage mein, okay, hast du. Ja. Ich sage, ich werde nicht absagen. Hundertprozentig nicht. Ich kämpfe auf jeden Fall. Ja. Aber Ali, gibt es einen anderen, nicht einen schlechteren, gibt es einen anderen, vielleicht nicht aus unserem Team. Wir sind in Amerika am UFC, wir trainieren zusammen und dann sollen wir, gibt es einen anderen, weil guck mal, ich, weder er noch ich kämpfen gerade um den Titel. Ja. Wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Ich bin auch voll bei dir. Es gibt andere, genug, viele andere. Es gibt genug andere. Ja. Gib doch einen anderen. Warum sollen wir, verstehst du, was ich meine? Warum sollte untereinander jetzt so früh kämpfen? Aber wenn es darum ginge, dass ich musste, habe ich gesagt, 100% ich mache ich. Warum? Ja. Weil das halt am Ende des Tages meine Karriere, mein Lauf, meine Zukunft, meine Familie, alles ist. Du musst dich um dein Leben und deine Familie kümmern. So, und das finde ich, hätte Lom zum Beispiel machen können. Jungs, guckt, ich habe Prinzipien, 1, 2, 3. Ich möchte nicht gegen Raisov kämpfen, ich möchte nicht gehen. Muss ich? Kämpfe ich. Mhm. Aber geht nicht zu Raisov oder sein Management oder was und sagt, ey, SKF hat gesagt, der fordert den heraus. Oder mach keine Politik und mach. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass du den kämpfen musst, weil der wahrscheinlich vor dir ist und du dich beweisen musst, dann musst du auch da drüber stehen und musst diesen Kampf auch machen. Weil am Ende des Tages fährst du sonst die ganze Zeit mit angezogener Handbremse. Du kommst weiter und dann stoppst du dich selber wieder. Sagst, nein, ich lasse ihm den Vortritt. Nein, ich lasse ihm den Vortritt. Verstehst du? Wie viele Kaukasen in ACA kämpfen gegeneinander? Ja, mittlerweile ist es mehr geworden. Die haben auch die Politik geändert. Die haben gesagt, wir werden jetzt Verträge machen. Früher war das viel mit Handschlag. Jetzt haben die Verträge gemacht, weil viele dann auch diesen Kämpfen aus dem Weg gegangen sind. Ja. Aus denselben Gründen, die du genannt hast auch. Und aber jetzt haben die das irgendwie vertraglich geregelt und lassen Leute auch gegeneinander kämpfen. Das ändert sich dort auch mittlerweile. Ja. Aber ich wäre sehr froh, wenn der Lom da raus wäre, weil ihn das dort stoppt. Ja. Und ich hoffe, niemand von ACA wird jetzt das übersetzen und schauen, aber ich finde wirklich, dass die Liga ist super stark und so weiter, alles läuft gut, die haben sehr schnell, sehr stark was aufgebaut, aber Lom gehört nach Westen. Wäre hundertprozentig besser für ihn. Ja. Er kann sich nochmal weiterentwickeln. Ja. Kann, weißt du, was ich meine? Er hat das zum Beispiel auch. Stell mal vor, er kämpft gegen einen Kaukasen und knockt den aus oder kann. Kann der einfach posten? Das ist ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Das sind du fühlst dich nicht. Du kannst deinen Sieg, das Leckerste, was es für dich gibt, das, worauf du gab, kannst du nicht genießen. Ja. Deine Freunde teilen, posten, markieren. Du kannst nicht mal. Du hast ein. Jetzt, ich habe Highlight-Video gepostet. Ich könnte kein Highlight-Video posten, wenn ich meinen Freund oder meinen Landsmann oder keiner. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie wenn dir jetzt jemand sagen würde, kämpfe gegen jemanden, der aus Deutschland ist, weißt du? Oder zwei Deutsche, so sagen wir, so Deutsche, wir haben ja Migrationshintergrund. Ja. Und zwei Deutsche würden in UFC jetzt unterschreiben oder und man würde denen sagen, kämpft gegeneinander. Und die würden sagen, hey, es gibt so viele andere. Ja. Es gibt so viele andere, wieso müssen wir jetzt gegeneinander kämpfen? Ganz genau. Und wir sind doch noch am Anfang sozusagen. Ja. Vielleicht später, okay. Ja. Aber, du hast tatsächlich gefragt, okay, jetzt akzeptiere ich, dass du nicht schlecht bist. Du gehörst zur Top 3. Ja. Wenn dir jemand, den du kennst, auf Instagram, du kennst ihn, ihr seid jetzt enge Freunde oder so. Ja. Aber du kennst, wenn ihr euch seht, ihr grüßt euch und so, ja, wie geht's denn und so, wie geht's deine Familie und so, weißt du. Wenn dir jemand so einen entfolgt auf Instagram, was denkst du dir dabei? Was kommt dir in den Kopf? Gar nicht, mich interessiert das gar nicht. Denkst du gar nicht drüber nach? Nein, und die Leute regen mich auch auf, wenn ich irgendjemanden entfolge, die mir sagen, ja, hey, folg mir doch, oder warum folgst du mir nicht? Hey, warum bist du mir entfolgt? Ist Instagram dein Leben, oder was? Hast du kein Leben? Hast du kein... ich weiß, also... Das schaffst du nicht. Guck mal, wenn man es sportlich angeht, einerseits absolut hast du recht. Du schaffst das nicht. Du wirst verlieren. Egal, ich will einfach nicht zu lange auszögern. Aber zu der Frage. Ja. Zu der Frage. Guter Kampf, gut gespielt. Dankeschön, danke. Zu der Frage mit Instagram. Ja. Guck mal,
Du kennst den und es ist, jemand hat so sein, das ist der Instagram, der ist mittlerweile auch so, was sag ich mal so, das einzige Fotoalbum, was man seinen Freunden und seinen Bekannten zeigt. Ich weiß, früher war das so, man kommt zu Besuch, bei uns war das in meiner Kindheit. Man hat so Album rausgeholt. So alte Fotos, guck mal, Album, und dann hat Album rausgeholt und die Fotos geguckt. So, ja. Und das macht man jetzt auf Instagram so. Ja. Man zeigt sein Leben, seine Familie, sein, was man so macht. Und dann Leute, die dich kennen, folgen dir. Ich weiß, das ist Kinderkacke, darüber überhaupt nachzudenken. Aber was ich für ein Gefühl dabei habe, er entfolgt mir. Dann denke ich, okay, der folgt so 200, 300 anderen Leuten. Warum? Der entfolgt mir nicht. A. Sind wir schlecht miteinander? So, ist was passiert? B. Ich interessiere ihn nicht, so von wegen, ach, ich nerve ihn so von wegen, ah, der ist hier so die ganze Zeit seine Foto. Ich poste ja gar nicht so viel. Verstehst du? Will er mir damit was sagen? Diese Gefühle lassen mich nicht in Ruhe. Ist wahrscheinlich kindisch. Ich bin 35 Jahre alt. Ja. Ich wahrscheinlich wird so einige gucken und sagen, was hat er für Probleme? Ja, was hat er für Probleme? Aber mich stören diese Gedanken und denken, okay, der wollte mir was sagen. Ist das eine Message von ihm, so verdeckte Message, dass ihm etwa solche Gefühle bekommst du nicht, wenn jemand dir entfolgt. Mir haben manchmal Leute entfolgt. Ich habe das nicht gemerkt. Mhm. Oder dann erst gemerkt, wenn die auf einmal geschrieben haben. Ey, sorry, ich hab den entfolgt, weil so. Oder die mir dann wieder gefolgt haben, oder. Mhm. Ich hab wirklich keine Dinge. Weißt du, was ich zum Beispiel hatte? Ja. Taisumov hat irgendwas, wir haben geschrieben oder so. Mhm. Irgendwas hat er geschickt, ich weiß nicht mehr genau, was war, oder ich hab ihm was geschickt. Auf einmal habe ich gesehen, ich folge ihm gar nicht. Mhm. Und ich war mir 1.000.000%ig sicher, ich hab ihn gefolgt. Von Anfang an, bevor er mir gefolgt hat. Ja. Ich hab ihn, weil ich bin seit Tag 1, war ich sein Fan. Bei Taisumov. Ja, ja, okay. Sein Kampfstil, sein alles, mashallah, Hammer. Mhm. Auf einmal, ich sehe, ich folge ihm gar nicht. Und das war mir so peinlich, weil ich wollte ihn folgen, mhm, aber ich wollte nicht, dass er sieht, dass ich ihn jetzt erst sozusagen zurückfolge. Yeah. Aber ich habe ihn schon gefolgt, bevor er mir gefolgt hat. Und dann habe ich mich gerechtfertigt. Ich habe den dann gefolgt, weil wenn du dann einen folgst, dann steht da ja, folgt dir auch zum Beispiel. Der sieht, Und ich habe gesagt, ey Becker, ich habe dir schon vorher gefolgt. Ja. Und er hat das anders verstanden. Er hat zu mir gesagt, nein, ich folge dir. Und ich sage, nein. Ich sage, du folgst mir, aber ich folge dir nicht. Mhm. Aber ich habe dir gefolgt. Und das war mir wirklich peinlich, weil ich ihm wirklich auch sehr gerne folge. Ja. Aber was hat er gesagt? Er hat ein bisschen gesagt, ist kein Problem. Ja, er hat auch gelacht. Er hat gesagt, ach nein, scheißegal, ist kein Problem. Ja. Aber ich weiß, das ist ja kein Problem. In so einer Situation, vor allem, wenn du sagst, so und so war das. Weißt du. Aber trotzdem, man hat so ein murmeliges Gefühl. Wieso das überhaupt mich stört, wenn jemand, den ich kenne, mir entfolgt. Ich weiß, wenn ich mit jemandem Streit habe und so weiter, dann entfolgt er mir, ist klar. Muss er mir nicht erklären. Ja. Aber so denke ich immer so, ist was ich nicht weiß, ist was passiert und so weiter. Und aus diesem Gefühl ist diese Frage entstanden. Die ist eigentlich interessant, das ist eine moderne Frage. Verstehst du? Ja. Vor 10, 15 Jahren hat die Frage gar nicht gegeben. Nein. Aber glaubst du mir, darf ich dir einen Ratschlag geben? Hm. Du musst das abstellen, Bruder. Ja. Weil guck mal, umso größer, erfolgreicher du wirst, umso mehr wird es Leute geben, die diese Fragen aufwerfen werden, die Hate-Kommentare machen, die entfolgen oder nicht zurückfolgen. Oder und ich arbeite daran. Ja, weil das macht dir Kopfschmerzen. Ja, das macht dir Kopfschmerzen ohne Ende. Ich weiß das, das ist sehr kindisch. Weißt du, wie ich meine? Ich hatte das am Anfang meiner Karriere zum Beispiel. Ich hatte dann immer diese Leute, die gesagt haben, ja, aber der kann doch nichts am Boden. Ja, wenn ein Ringer kommt, dann macht er den so. Wenn ein Jiu-Jitsu, dann macht er den so. Und ich habe dann immer so die Leute ausgenockt und gesagt, ja, bring doch einen Ringer, bring doch. Mich hat das so, ich dachte so, das stimmt gar nicht. Ich kann was am Boden, aber es kam nicht zu Boden zum Beispiel. Als würdest du jemandem auch was beweisen wollen. Ja? Genau, und du kommst, also du wirst niemanden glücklich machen. Mhm. Niemals. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich sehr gut. Die Frage ist ja auch nicht, das ist der, guck mal, im Endeffekt ist ja nicht so, wenn ich das sehe, wenn ich diese Gedanken habe, dass ich den Gedanken folge. Die Gedanken verschwinden auch. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich bin generell einer, verstehst du? Beschäftige dich kurz und dann... Wenn ich mir wie jemand was antut, was mir nicht gefällt, so, ja, bin ich jemand, der sich daran erinnert, aber am nächsten Tag schon vergeben hat. Verstehst okay, du? Okay. Verstehst du? Ich kann das nicht lange in mir, aber also ich erinnere mich an diese Gefühle, die ich in dem Moment hatte. Du vergibst, aber vergisst nicht. Genau.
Aiwa! In dem Sinne, war ein sehr schönes Interview. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, ehrlich. Hat uns auch sehr gefreut. Und, vor allem, weil ich gewonnen habe, war noch mal schön. Ja, du musst jetzt keine peinliche Geschichte erzählen, aber ich bin mir sicher, die Zuschauer würden gerne deine peinliche Geschichte hören. Aber ist halt, du bist heute entkommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich danke dir für alles, ja, und wünsche dir viel Erfolg weiterhin in der Music und in deinem Leben und deinem Familienleben. Sehr viele kleine Kinder, die bald kommen werden. Alles, möge alles sein, so wie es dir, du dir vorstellst und deine Familie es für dich wünscht. Vielen, vielen Dank. In dem Sinne danke euch auch, dass ihr zugeschaut habt.